Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln, sondern mit den Regeln von Cinema. Wer es nicht kennt, einfach mal nachgucken. Und wir spielen die Sternträger-Kampagne, daraus das Abenteuer Der Ruf der Bahalür. Und wir haben ein bisschen Schwierigkeiten heute, deswegen sind wir auch so ein bisschen spät dran. Der Rintaro hat nur Handy-Internet und deswegen kein Bild gleich. Also vielleicht, wir hoffen mal, dass er auch nicht anfängt zu robotern oder so. Ein Hoch auf das deutsche Mobil-Internet. Und der Pölle ist irgendwie noch mit seinem Nachwuchs beschäftigt. Das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Vielleicht kommt er irgendwann zwischendurch nochmal dazugestoßen. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Aber naja, gut. Jetzt habe ich schon gesagt, wer heute dabei ist. Gucken wir nochmal rüber. Hier. Guckt mal, da sind sie alle. Rintaro, wie gesagt, hat kein Bild, aber kann trotzdem Hallo sagen, hoffentlich. Genau, hallo zusammen. Genau. Und dann haben wir noch die Stadtpoetin, die spielt heute auch mit. Hallo. Und natürlich, last but not least, unser Torwalscher Schiffszimmermann, der Snorri, wird gespielt von Slive. Hallo. Ja. Wir spielen ja jetzt schon in der 5. Folge. Das letzte Mal hatten wir so ein bisschen Slapstick-Abenteuer, ein bisschen, wie hat es ein Kommentator genannt auf YouTube? Was? Jugendliche fahren ins Ferienlager oder so? So oder so ähnlich war der Kommentar. Passte schon ganz gut, ja. Also die HeldInnen sind unterwegs
mit einer Expedition der Magierakademie von Gerasim aufgrund einer Art Vision im Vermächtnis der Völker, ein Hilferuf, der sie ereilt hat, und das hat irgendetwas zu tun mit den Elfen, mit den alten Elfen, mit den Sternenträgern, und ja, hat irgendwas zu tun auch mit dem Namenlosen, der Erzfeind war damals und auch heute noch, und allem, was da so kreucht und fleucht auf Dere. Ja, sind unterwegs, haben sich so quer durch die Wildnis schon ziemlich weit vorgeschlagen, sind dann über die grüne Ebene dann in den Wald abgebogen und haben dann ein paar Überreste von Mauern gefunden zwischen den Bäumen. Und ja, bis dahin sind wir gekommen, weil dann gab es ja das Nachtlager, und das war ziemlich ausführlich und lustig. Und da gab es irgendwie ein paar Ereignisse in der Nacht, irgendwie da irgendwas, es hat da ein Gebüsch geraschelt und so, aber man hat irgendwie nicht alles finden können. Dann gab es noch einen Druiden-Zirkel oder irgend sowas, so einen Steinkreis, so einen Monolithenkreis, die man gefunden hat, und anscheinend gibt es hier irgendwie magische Kraftlinien oder elementare Kräfte, die hier irgendwie Überreste davon zu finden sind. Und als letztes habt ihr dann eine Burgruine, eine Turmruine gefunden, die ja auch zu der Vision passt. Und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Noch irgendwas zu ergänzen? Alles. Dank für mich komplett. Gut. Soll ich nochmal zeigen, wo wir jetzt ungefähr sind? Also hier ist Gerasim in der Mitte, seht ihr hier? Hier, da. Dann seht ihr hier den Fluss herunter, hier so an den Ausläufern der grünen Ebene entlang und dann hier in die Wälder Richtung Quillquell. Und genau, da sind wir jetzt irgendwo hier. Irgendwo in den Wäldern. Einige Tagesmärsche schon unterwegs. Und ja, diese Turmruine, die war ja, ja ziemlich heruntergekommen, also so fast gar nicht mehr zu erkennen als Gebäude. Also beziehungsweise die Ausläufer davon waren Grundmauern und fast nicht mehr zu erkennen als Gebäude. Nur die elfischen Abgesandten, also die Magier, der Experte für elfische Magie, Professor Silberhaar, der hat das irgendwie als elfische Architektur erkannt. Und Shayaril hat sowieso nichts mit altelfischen Gebäuden zu tun, erkennt es also auch nicht als elfische Bauwerkskunst. Aber dieser Turm ist halt noch, davon stehen wenigstens noch ein paar Überreste. Und ja, der Turm ragt hoch noch in den Himmel zwischen den Bäumen. Einige Bäume haben sich auch versucht, ihr Territorium wieder zurückzuholen. Wo wachsen so fast in so Löcher hinein, die in den Turm geschlagen sind. An den Seiten fehlen ein paar Teile des Turms, das Dach ist abgerissen. Für Snorri und für Lumin und Alricio sieht es irgendwie ziemlich merkwürdig aus. Für eine Beschreibung von Professor Silberhaar, dass es eigentlich um einen elfischen Turm handeln soll, denn alles das, was ihr in Gerasim an elfischer Architektur gesehen habt oder generell irgendwann mal davon gehört habt, wie Elfen ihre Gebäude bauen, das hier hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hier ist ja auch über die Jahrhunderte noch merkwürdig gut erkennbar eine wirklich architektonische Meisterleistung. Der Stein ist aus Stein gebaut, ist immer noch sehr, sehr gerade, sehr glatt. Und
widerstandsfähig, auch wenn sich die Natur hier natürlich versucht, ihren Platz wieder zurückzuerobern. Aber man erkennt noch, wo es mal hin sollte. Und anscheinend sind diese, es scheint es auch eine Art Wehranlage oder sowas gewesen zu sein, denn die Steinmauern sind schon relativ dick, was man an den Durchgang erkennen kann, der in den Turm hineinführt. Türen kann man nicht mehr sehen. Wahrscheinlich sind die über die Jahrhunderte verrottet, wenn sie denn aus Holz waren oder so. Da ist nur noch der Durchgang übergeblieben. Und im Innern ist es dunkel und riecht leicht muffig. Nach oben, von oben her kommt noch kein Licht in das unterste Geschoss, weil hier noch alles intakt ist, soweit. Die Treppe, wenn man mit einem Flimflam hineinleuchtet, dann kann man die Treppe nach oben noch erkennen. Auch die ist noch sehr gut erhalten. Sieht gar nicht bis wenig baufällig oder so aus, dass sie einen Menschen nicht tragen könnte. Dann alles in allem, wenn man ihn restauriert, könnte man hier bestimmt noch einen guten Wehrturm hier irgendwo in der Wildnis haben. Allerdings, wer sollte hier wohnen? Vielleicht irgendein Magier, die mögen ja Türme angeblich. Aber was macht ihr jetzt mit dem ganzen Turm? Ich würde tatsächlich mal, also unten war ja relativ schnell überschaubar. Dann würde ich erstmal hochgehen und Lumens Anreiz ist eigentlich einfach nur zu gucken, ob hier vielleicht sich irgendwie ein Goblin verirrt hat oder irgendeine Gefahr tierischer oder humanoider Form. Und geht deswegen erstmal hoch. Ein bisschen vorsichtig bei dem ganzen Gemäuer, obwohl es sehr gut aussieht, noch nicht so hundertprozentig traut. Aber er würde auf jeden Fall erstmal so ein bisschen die Lage erkunden und den Turm nach und nach ein bisschen hochgehen und schauen, ob hier noch irgendwas lebt, was gefährlich sein könnte. Dann gehst du in den untersten Raum rein, hast wahrscheinlich ein Feuer gemacht oder eine Fackel angemacht oder so. Eine Fackel werde ich wahrscheinlich anhaben, ja. Leuchtet dann die Räumlichkeiten aus. Und sind mehrere Räume hier auf der untersten Etage noch? Ach so, okay. Doch nicht so einfach zu überschauen. Genau so einfach ist es dann nicht, aber auch alles leer. Und vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen so. Auch hier ist wegen Natur halt irgendwie versucht, irgendwie sind überall Moose und Pilze, die irgendwie auf dem Boden wachsen. Aber hier hat sich aufgrund der Dunkelheit wahrscheinlich eher irgendwie Fauna breit gemacht, die eben wenig, gar kein Licht braucht. Wenn ich zurück zur Tür gucke, sieht das so aus, als wäre diese Tür schon ewig nicht mehr benutzt worden und ich habe da irgendwelchen Dreck oder Moos oder Pilz oder sowas weggeschoben? Oder kann man das nicht so wirklich erkennen? Also eine Tür, es gibt es ja nicht mehr, es gibt ja nur noch diesen Durchgang. Ach so, okay. Die Türen sind wahrscheinlich über die Jahrhunderte irgendwie verrottet oder so. Weil, das sagte Professor Silberhaar ja auch, wenn das wirklich eine der elfischen Anlagen ist, der elfischen Türme, die hier mal gestanden haben, dann ist das mehrere Jahrhunderte her, wenn nicht sogar Jahrtausende. Okay, also keine Türen. Dann schaue ich mich nur mal um, gucke in jeden Raum einmal rein, gehe dann nach oben und mache dasselbe dort auch. Ja, auf der nächsten Etage findest du ein paar Wandmalereien, die elfische Alltagsszenerien zeigen. Also, dass es elfisch ist, das schließt du dir nur daraus, weil Professor Silberhaar gesagt hat, dass es einfach alles elfisch ist hier. Ansonsten könnten das auch irgendwie Alltagssachen sein, die Menschen hier irgendwie aufgemalt haben. Also es ist irgendwie ein Mann, der irgendwie Wasser holt vom Brunnen, dann Jagdszenen, irgendwie ein Schmied. Alles sehr, sehr kunstvoll und sehr, sehr schön gestaltet. Irgendwie, es erinnert dich so ein bisschen an die Wandteppiche, die du bei dir zu Hause hast, irgendwie in Weiden. Nur, dass es halt hier auf den Stein gemalt ist und anscheinend ja die Jahrhunderte überdauert hat als Malerei.
Ja, Lumen muss sich auch ein bisschen zwingen, nicht so genau auf die Wandmalereien zu gucken, weil sein Antrieb ja eigentlich ein anderer ist. Auch wenn er sehr neugierig ist. Aber er prüft wirklich erstmal die Räume und guckt vielleicht auch ein bisschen auf den Boden, wenn sich da was erkennen lässt, ob da irgendwie was begangen ist oder sowas. Und geht gegebenenfalls nochmal in die dritte Etage, weil Bilder gucken kann er später auch noch. Man hört dich nicht, Quali. In der dritten Etage ist ein Teil der Wand rausgerissen von irgendetwas. Also da fehlt ein Stück von der Wand. Auch von der Wand, wo die Treppe lang geht. Und du musst da halt ein bisschen schauen. Die ist halt noch zur Hälfte so da und zur Hälfte, anderen Hälfte nicht. Und deswegen musst du da ein bisschen kraxeln. Aber es ist alles noch sehr, sehr stabil. Es hält dich immer noch aus. Und ja, und hier ist auch alles leer. Bis auf einen kleinen Raum, wo du irgendwie so eine Art, ja, so eine Art Schüssel auf dem Boden findest, irgendwie aus Metall, so halb in den Boden eingelassen. Hier sind Wandbilder irgendwie von der Wand abgekratzt. Hier waren aber mal welche, das kann man noch deutlich sehen, so Überreste von Farbe. Wenn du Spuren suchst von Leuten, die hier irgendwie mal gewesen sind, also hier ist irgendwann mal bestimmt irgendwer gewesen. Das kann man schon sagen. Wie lange das her ist, schwer zu sagen. Vielleicht waren es auch Tiere. Ja, warum sollten die an Wänden kratzen? Wer weiß. Okay. Noch eine weitere Etage hoch geht's nicht, ne? Da ist abgebrochen dann. Es geht noch weiter hoch, irgendwie, wenn du ganz irgendwie du alle Etagen durchgehst, ist es halt überall ähnlich. Bis es dann irgendwann so ab der fünften, sechsten Etage wirklich, da ist wieder ein Teil der Wand so rausgerissen, dass auch die Treppe komplett erwischt hat. Also da geht es da Okay. trotzdem noch weiter hoch, aber da müsste man halt schauen, wie man dann mit Seilen oder sonst irgendwie was und Nee, nee. Das muss Klettergerät raus. danach hochkommst. Kommst. Okay. Nee, dann reicht mir das erstmal und ich gehe nach unten. Und falls mir keiner gefolgt sein sollte, würde ich sagen, okay, ist es sicher, ihr könnt reinkommen, wenn ich die unten sehe, weil ich kann ja mit fehlender Wand, kann ich ja zumindest mal nach unten gucken. Und dann halt auch wieder nach unten gucken und wahrscheinlich bei den Wandmalereien stehen bleiben und erstmal gucken. Ja, dann gehe ich da auch mal hoch. Ich gucke mir auch alles erstmal ganz genau an und bin ein bisschen irritiert, dass das elfisch sein soll. Elfische Schriften findest du auch gar nicht. Du findest wohl einen Raum, da sind so ein bisschen Einlassungen in der Wand. Das könnte mal irgendwie so eine Schriftrollensammelstelle oder sowas sein können. Oder so Nischen in der Wand halt, wo man irgendwie was reinstellen kann. Anscheinend haben deine Vorfahren Sachen aufgeschrieben oder anscheinend haben die auch, wenn du den Bildern, die da an die Wand gemalt sind, irgendwie komplett anders gelebt als ihr heute. Sieht eher Menschen aus. Wo man auf den Bildern deutlich sieht, dass die spitze Ohren haben. Dann wundert mich das nicht, dass die untergegangen sind. Womit steht daneben? Ah, haben wir doch mehr gemeinsam, als ich dachte. Wenn ich mich da einmischen darf, also die. Nach allem, was die Forschung hergegeben hat, ist die ursprüngliche elfische Gesellschaft wirklich anders gewesen. Ja. Das haben ja auch die Lieder von Ohm Volker haben das als Studienprojekt irgendwie erst möglich gemacht, dass wir daran forschen konnten. Was sagt denn die Forschung dazu? Viel Informationen gibt es nicht, aber anscheinend war es wirklich eine Hochzivilisation. Sieht man ja hier auch auf diesen faszinierenden Malereien. Ja, davon singen auch die Lieder und davon, dass es gut ist, dass wir jetzt andere Wege gehen. Denn die Hochzivilisation hat offensichtlich nicht zu einem guten Ende geführt. Wie wir hier sehen, dann ist es alles zerfallen. Naja, die Frage ist, warum? Das ist doch eine spannende Frage, nicht wahr?
weil die Elfen abgefallen sind, den Menschen zu ähnlich wurden vielleicht. Deswegen Ja, ich versuchen wir uns denke, die eher Menschen, die fernzuhalten. damals gelebt haben, waren, naja, mit den heutigen wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht haben wir die Rollen gewechselt. Die Menschen früher waren weniger entwickelt, haben vielleicht mehr in Wäldern gelebt und die Elfen dafür mehr in Städten. Und jetzt hat sich das aus irgendwelchen Gründen auch immer gewandelt. Ich würde das nicht so abwertend werden. Oh, das sollte nicht abwertend sein, das ist eher feststellungstechnisch. Ich meine, das sieht mir ja so aus, als wäre das hier ein Stadtleben abgebildet. Ja. Und wenn Sie dieses eine Bild hier sehen, es ist ein bisschen abgeschabt, aber man könnte darauf schließen, was diese Anlage hier sollte. Sehen Sie hier, die sind andere Wesen außer Elfen abgebildet. Aber es ist ein bisschen verblasst und hier, wenn man das Moos ein bisschen wegkratzt und er fängt an, so ein bisschen die Wandmalereien freizulegen, vorsichtig. Und Es was sehen können wir da? kleine, rotpelzige Kreaturen. Kobolde. Goblins? Goblins? Goblins, ja. Das Vermutlich. kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollten sich Elfen mit Goblins einlassen? Und ja, Mensch, ich kenne eine Stadt der Menschen, da leben Goblins. Ja, auf dem Bild hier sieht es eher so aus, als ob sie im Krieg miteinander sind. Das ist wahrscheinlicher. Hier da wird dieser Rotpelz aufgespießt. Sehr gut. Das hat sich anscheinend zumindest nicht geändert. Immerhin haben wir einen Goblin, als wir in den Wald gegangen sind, mit Fallen bespickt gefunden. Es gibt eine urelfische Legende von einer der wichtigsten Personen in den frühen Elfengeschichten. Orima, sagt Ihnen das was, oh Eulenschwinge? Ich meine nicht. Also, sie ist später auch als Göttin verehrt worden, angeblich. Als Göttin des Schicksals und der Fockwulf ist ihr auch begegnet. Wir haben versucht, Zumindest das erzählt Wissen das über Lied Götter davon. auszulöschen bei uns. Ja. Vor allen Dingen ist sie eine derjenigen, die mit aus dem Licht getreten sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr alte Elfe. Und angeblich ist sie es auch gewesen, die eine der ersten war, die den Tod kennengelernt hat. Weil das war wohl nicht bekannt, dass es Tod gibt. Sie hat. Aber sie selber ist nicht gestorben. Nein, ihre Tochter ist gestorben. Kein Elternteil sollte sein Kind irgendwann zu Grabe tragen müssen. Es war eine sehr einschneidende Erfahrung. Und nachdem die Goblins die Tochter getötet hatten in einer Auseinandersetzung, dann haben sich die alten Elfen wohl schwer gerecht an dem Rotpelzen. Verständlich. Ich glaube, ich würde niemanden am Leben lassen, der mein Kind umgebracht hat. Sehr verständlich, ja. Snorri stand die ganze Zeit eher so also den Kopf schütteln, teilnahmslos daneben. Und als das erste Mal die Anspielung kommt auf Focke-Wulf, da hört er dann genauer zu. Faszinierend, was ihr alles aus den Bildern rauslesen könnt. Naja, es ist Faszinierend. Ergänzung zu dem, was man in den Forschungen herausgefunden hat. Das schließt sich mir ja noch viel weniger, wie diese Bücher so viel, also dass da so viel drin steckt. Und ich dachte immer, es geht um Lieder und Geschichten. Ja, Deswegen vielleicht. lernst du ja lesen jetzt gerade.
Das wird sehr hilfreich für dich sein. Ich bin sehr gespannt, welche Welten sich mir noch erschließen. Aber in der Tat, in Festum, wo Goblins und Menschen zusammenwohnen, da bin ich auch schon gewesen. Ich war noch jung an Jahren, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das geht. Eine Etage weiter oben scheint mir ein kleinerer Raum mit einer Schale drin zu sein. Vielleicht eine Art Gefängnis oder sowas. Dort wurden Wandmalereien zerkratzt. Vielleicht wollt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ja, das sollten wir auch anschauen. Also nach oben. Und Professor Silberhaar schaut sich das auch an und sagt dann, ja, es ist nicht faszinierend. Und spricht dann ein paar Zauber und leichte Überreste von einem magischen Geflecht sind zu erkennen. Ja, sehr, 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 sehr wenige Rückstände. Es dürfte nicht mehr funktionieren, aber es war mal eine magische Schale. Und was Vermutlich sollte. dazu da, Wasser hervorzuholen. Wasser aus Zauberei? Ja. Geht das heutzutage auch noch? Natürlich, die Thesis ist das Manifesto-Element. Natürlich, wie dumm von mir. Gilberto grinst und steht mit verschränkten Armen hinter Professor Silberhaar und schaut so in deine Richtung. Ich erwidere den Blick nur kurz und schaue mich dann wieder interessiert Richtung Bilder oder sowas. Die Elementarzauberei ist es wohl das, was die Elfen grundlegend mit sich gebracht haben, oder? In der Tat, sie waren Meister der elementaren Zauberei. Es heißt, sie sollen ganze Städte den Elementen gewidmet haben. In dem Lied des Focke-Wulf heißt es auch, dass eine dieser elementaren Städte in der Wüste Kom vergraben ist. Snorri nickt. Ich schaue nur hin und her. Ich höre aufmerksam zu. Wäre es möglich, wieder Wasser hier reinzubekommen, in diese Schale? Wie gesagt, der magische Spruch ist nicht mehr aktiv. Aber Aber wir was wollt? könnten die Schale noch als Wasserschale benutzen. Habt ihr Durst? Und er greift zu seinem Wasserschlauch und reicht ihn dir. Ich wollte gucken, ob sich die Magie dieses Ortes wiederherstellen lässt. Vielleicht sollten wir die Magie hier ruhen lassen. Könnte klüger sein. Aufgrund der Lage des Turms würde ich auch stark vermuten, dass es eine Wehranlage ist. Vermutlich, wenn. War in der Illusion nicht von einem Wachturm die Rede? Ja, das kann gut sein. Die relative Nähe zu der grünen Ebene, wo die Goblins hausen, schlägt wohl nahe, dass wir hier an einer historischen Stätte stehen. Vielleicht war hier die Grenze zwischen dem Elfen- und den Goblinlanden. Das würde auch die Wandmalereien erklären. Denn Faszinierend, oder? ja, wenn die hier die kriegerischen Auseinandersetzungen in die Wand gemalt haben, das war einfach Abbild der Wirklichkeit und von dem, was hier passiert ist. Wollen wir Ja. noch mal versuchen, ganz nach, so weit nach oben wie möglich zu klettern, um vielleicht über die Bäume rüberschauen zu können? Irgendwas sehen? Was glaubt ihr, habt ihr davon, Ja. außer das Risiko, euch den Hals zu brechen? Ich denke, Übersicht ist eine gute Sache. Man steigt ja auch auf ein Krähennest auf dem Schiff, wenn man weiterschauen will. Naja, Alricio ist ja letztens schon auf den Baum geklettert. Vielleicht würde er es nochmal versuchen. Der klettert halt dann ziemlich behende an dieser relativ glatten Wand und den Überresten der Treppe entlang und nach oben. Und kommt nach einer Weile zurück und meint dann irgendwie, lässt sich tatsächlich etwas sehen. Rauch aus, naja, westlicher Richtung. Zwischen den Bäumen. Ein Lagerfeuer oder größer? Rauch.
Könnte ein Lagerfeuer sein, oder? Ja. Von einer Sippe vielleicht? Ich bin überfragt, ich habe nur den Rauch gesehen. Jetzt Wir klettere ich sollten. auch mal hoch. Ich will das auch sehen. Passt auf. Und Lumen lehnt sich so Richtung Snorri. Bin eine Elfe, ich muss nicht aufpassen. Ich kann das. Ich glaube, die beiden sind, ich glaube, die beiden sind mit Spinnen verwandt. So, also, und die sich da festhalten. Ich wollte auch nur den Vorschlag machen. So ein alter Mann wie ich klettert da nicht mehr rauf. Ah, so alt bist du doch gar nicht, Snorri. Und klopft dir so ein bisschen wohlwollend auf die Schulter. Bei Shayariel sieht es nicht so elegant aus wie bei Rizzio, aber sie auch sie schafft es und klettert da hoch. Ja, und dann siehst du von oben halt, wenn da oben, also Räumlichkeiten sind ähnlich wie unten, die hier noch über sind, und von oben aus dem kaputtesten, obersten Geschoss kann man tatsächlich über die Bäume sehen, und da ist halt nur eine Rauchfahne, die in westlicher Richtung durch die Baumwipfel zu erkennen ist. Kann ich noch mehr sehen? Also Sippenzeichen oder dass das irgendwie zu einem Gebiet gehört Nein. von Elfen oder Goblins? Okay. Na Nur gut. Rauch, das zwischen den Bäumen, der zwischen den Bäumen aufsteigt. Sehe ich, wie groß der Wald ist? Die Berge? Eigentlich ist das alles bewaldet hier. Also in östliche Richtung kannst du irgendwann auch noch die grüne Ebene ausmachen. Da hält der Wald irgendwann auf, aber in westliche Richtung ist eigentlich nur grün zu sehen. In Na gut. südliche Richtung sieht man auch irgendwo im Horizont die Ausläufer der Salamandersteine, ja. Da weiß ich schon mal, wo wir langsam hin müssen. Also ich, genau, kletter dann auch wieder runter. Können wir die umgehen oder müssen wir da dran vorbei? Ich Du denke, dran. das ist unser Ziel. Nein, ich meine das Lagerfeuer. Ach so. Der Rauch. Weil egal, ob es Elfen oder Goblins sind, beide müsste ich dich begegnen. Das stimmt. Dann lasst uns weiter Richtung Salamandersteine gehen und den Bereich meiden, wo das Lagerfeuer ist. Ihr wisst, wo es ist, also führt und ihr führt uns eh, also von daher. Castellani meint, aber er war unser Ziel nicht. Quill, um die Vorräte aufzustocken. Könnte das vielleicht der Ort sein, aber das hat ja nicht nur ein Feuer, da hätte ich ja jetzt dann. Ja, das ist noch eine ganze Ecke weit weg. Die Frage ist ja, können wir das Lagerfeuer umgehen oder liegt das direkt auf unserem Weg? Das liegt Richtung Westen und Quillquell auch. Macht vielleicht trotzdem Sinn, dass Shayariel vielleicht, dass wir einen Tag mehr Reise in Angriff nehmen und uns großzügig um dieses Lagerfeuer umrunden. Wir müssen nicht unnötige Risiken eingehen, oder was sagt ihr? Da müssen wir Ich auf denke jeden Fall auch. die Lebensmittel ein bisschen rationieren, wenn wir einen extra Tag noch machen wollen. Wenn Shayariel vielleicht nochmal jagen wird. Ja, oder ich sage mal ein paar Beeren und Nüsse und Pilze. Auch das. Professor Silber meint, aber lauft nicht zu weit von der Gruppe weg. Nachher verlieren wir uns im Wald. Das stimmt. Ohne Shayari sind wir ziemlich aufgeschmissen. Ich habe aber Vertrauen in Ja, das sie. stimmt. Ich habe Vertrauen in sie, das wird sie schon hinkriegen. Und lächelt dich an. Und an der Datasja meint, und was ist, wenn nicht? Also, wenn da so Goblins sind und die auflauern und sie gefangen nehmen und wir sind dann ganz allein und wissen gar nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist? Das weiß ich immer, junge Dame. Das weiß ich immer. Das habe ich hier drin und hier drin. Aber das ist ja schon mal beruhigend. Ich werde einfach Also schon wir ein bisschen was verlaufen auf uns dem Weg nicht. sammeln. Und meine Axt, die wird auch den einen oder anderen Goblin, naja, in die Flucht schlagen oder umhauen, je nachdem. Zumindest bei Spinnen hat sie gute Dienste geleistet.
Dann fühle ich mich so halbwegs sicherer. Macht euch nicht zu viele Gedanken. Naja, also eigentlich dachte ich, Shayari führt uns hier durch den Wald. Gut, ja auch, wenn ihr was zu essen geholt habt. Also, Ich kann ja auch auf dem Weg nach Essen Ausschau halten. Wir kriegen das schon hin. oder wir gehen den Weg zusammen und machen etwas früher Rast und dann jagt sie vorher noch. Da finden wir einen Weg. Ja, dann müssen wir noch mehr Zeit einplanen, wenn wir so lange Rast machen, dass Shayariel noch lagen kann. Ah. Also ich glaube, rationieren ist wohl das Beste und dann nehmen wir das, was irgendwie am Wegesrand noch irgendwie zu finden ist, noch Ja, dazu. das klingt doch gut. Das hört sich nach Kompromiss an. Also heute Abend nur halbe Ration. Du mit Na Magen gut. knurrt schon jetzt ein bisschen. Ja, kein Thema. Wir kriegen das hin. Oh Nun gut. nein, lauter hungrige Menschen, Torwörler. Ich bin das Hungrige gewohnt zu alte Männer. fasten. Keine Sorge, die essen keine Elfen. Ja, aber hungrige Menschen sind, glaube ich, anstrengend. Sie sind jetzt schon anstrengend. Sie werden bestimmt noch anstrengender. Hungrige Elfen nicht? Wir haben oft lange Zeit nicht viel zu essen. Wir können uns das gut einteilen. Wir leben ja mit den Jahreszeiten und wenn es dann halt im Winter nicht so viel gibt, dann heißt es automatisch, dass wir weniger essen. Während Shayari so über Menschen redet, versucht Snorri mit ziemlich viel Anstrengung eine Augenbraue hochzuziehen, kriegt sie so ganz hin. Sieht daher ziemlich bescheuert aus. Und Torvala. Castellani haut dir so auf die Schultern und meint so, nimm's nicht so krumm. Elfen haben manchmal so einen Tonfall, der, naja, weiß der selber, hast du ja gerade gehört. Ich weiß schon, warum wir sie eigentlich nicht mit auf Schiffe nehmen. Das ist ja anstrengend. Naja. Die meinen es nicht so, glaube ich. Das beginne ich auch zu verstehen. Ich stelle nur fest. Ja, Wir schaffen das schon. dann lasst uns mal weiterlaufen. Also wir wollen dieses Feuerdings umgehen. Dann müssen wir in welche Richtung, Schneariel? Ja, also das Feuerdings war irgendwie im Mhm. Westosten. Im Westen. Ja. Professor Silberhaar fängt an zu singen. Tief im Westen. Mal schauen, wo wir einen Weg finden. Wir könnten es nördlich davon versuchen. Also tiefer in den Wald hinein. Nach Norden. Also Ja, von nicht den ganz. Salamanderschneien weg. Nein, nördlich vom Westen. Ich sehe, ich habe keine Orientierung. Da bin ich kein Torwaller. Snorri hat So. Orientierung, hat er gesagt. Genau. Wenn das Ding im Westen ist, dann gehen wir jetzt nach Südwesten und das ist da lang, Freunde. Gut. Südwesten. Tap, 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 tap. Habt ihr da So, eigentlich und so ein jetzt darf Gefühl die junge für oder Eva wie auch wieder. funktioniert das, Snorri? Was? Habt ihr da so ein Gefühl für oder was, wie funktioniert das? Ja, ich kann das nicht so richtig erklären. Aber ich weiß es irgendwie. Also, wenn ich mich nicht 270.000 Mal gedreht habe, dann geht das eigentlich immer. Castellani flüstert so Lumin dann ins Ohr. Wir lassen uns also von den Gefühlen eines nicht lesen können Torvalas leiten. Yippie. Ich hoffe auf seine Lebenserfahrung. Außerdem haben wir ja noch die Elfe dabei. Die ihr Ohne eben zugegeben hat, Orientierungssinn. dass sie keinen Orientierungssinn besitzt. Vielleicht hätten wir uns doch einen Führer suchen sollen. Ich dachte eigentlich, dass die Elfe das kann. Ja. Die sieben Stooges auf Reisen, oder wie viel sind wir? Wir haben es immerhin bis zum Turm geschafft. Also so schlimm kann es bei denen nicht sein. Oder wir haben mehr Glück, als wir dachten. Die Frage ist halt, ob wir nicht, wenn wir zu westlich laufen, wieder auf dieses Rauchzeugs
zugehen, aber wir können ja eher, genau, südwestlich. Versuchen wir es einfach. Gehen wir jetzt einen großen Bogen um das Ding rum. Gut, wenn da ein Weg lang führt, dann ja. Würde ich vorschlagen, Kämpfe zu vermeiden ist die beste Strategie. Na gut, dann macht ihr einen großen Bogen und braucht dementsprechend ein bisschen länger. Und hier ist der Wald auch unwegsam dicht. Und Shayari findet zwischendurch tatsächlich aber auch ein bisschen Proviant. Irgendwie hier ein paar Beeren, da ein paar Wurzeln, ein paar essbare Pflanzen, die da wachsen, die vielleicht nicht das Beste, den besten Geschmack haben, aber zumindest nahrhaft sind. Und ja, es dauert viel, viel länger, als ihr euch das gedacht habt. Und die Essensrationen werden tatsächlich irgendwann dann auch relativ aufgezehrt. Ich würde Umso, ja. unterwegs der oder diejenigen, die vielleicht hin und wieder mal einen Blick auf Lumen werfen, er beobachtet so auf dem Weg so hin und wieder so ein bisschen die Adapter und scheint so ein bisschen mit sich zu hadern und sich irgendwann ein bisschen Mut zuzugeben und geht ein bisschen auf sie zu und geht dann plötzlich neben ihr. Adapter. Ja. Ich wollte mich letztens nachts im Wald mit den Turmruinen. Ja. Ich wollte mich für meine Storchigkeit und entschuldigen, aber ich hatte die Sicherheit hauptsächlich im Blick. Ihr seid auf jeden Fall die Koryphäe und die vorne mit ist, was magische Dinge angeht, keine Frage. Aber mir fehlt da etwas Verständnis für und ich hoffe, ihr habt etwas Geduld mit mir. Ich glaube, das Geduldsding sollten wir auf Gegenseitigkeit beruhen lassen. Ich denke auch, war vielleicht etwas zu störrisch. So bin ich halt. Ich kenne das. Ich bin da ähnlich, glaube ich. Dann verstehen wir uns ja und Entschuldigung angenommen. Das freut mich. Gut, dann störe ich euch nicht weiter. Lag mir nur auf der Seele. Und würde sich wieder so ein bisschen nach hinten fallen lassen, damit er so die von hinten den Trupp im Blick hat. Dann hat Lumin irgendwann so das Gefühl, dass er beobachtet wird. Schärfen sich So meine mein dieses Ziehen im Nacken, weißt du? Ja, dann schaut er sich etwas, ich schaue mich etwas intensiver um und wirke vielleicht auch von außen etwas unruhiger. Merken das die anderen? Oder hältst du das so im Zaum, dass es nicht erkennbar ist? Also die vorne, also ich gehe ja ganz hinten, von daher schwierig. Also entweder geht gerade jemand neben mir und redet mit mir. Ansonsten sehen die meisten mich wahrscheinlich eh nicht. Oder vielleicht guckt mal der ein oder andere mal hin und wieder nach hinten. Und dann sieht man halt schon, dass ich halt vielleicht öfter nach rechts und links gucke, als ich das vielleicht vorher tue. Ich weiß nicht, wer irgendwie eventuell einen Fokus auf Lumen haben sollte. Aber gegebenenfalls würde er mal, wäre es näher dran, die Adepta oder Hilberto? Hilberto läuft näher an dir heran. Okay, dann würde ich mal sagen, Hilberto. Lumin? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Inwiefern? Ich glaube, wir werden beobachtet. Ich kann nur nicht sagen, von wo und wer. Kannst du vielleicht irgendwie, du kannst doch magische Dinge sehen, oder? Ja. Und Elfen sind doch magisch, oder?
Jein. Jein. Nicht magischer als ich. Ja, aber vielleicht könnt ihr irgendwie in den Wäldern, ich weiß nicht genau, habt ihr irgendwelche Zaubermöglichkeiten, irgendwelche Lebenden oder Magier oder sowas aufzuspüren? Ich meine, wenn ihr nichts findet, dann könnte es ja durchaus sein, dass es einfach keine Elfen sind, sondern vielleicht irgendwas anderes oder vielleicht werde ich auch paranoid. Wenn ich eine ungefähre Richtung hätte, dann würde mir das schon weiterhelfen. Also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit dem magischen Blick herumlaufen muss, dann ist das ziemlich kräftezehrend. Das heißt, die ganze Zeit, wenn ihr euch einmal umschauen würdet, und dann würde das ja wahrscheinlich schon im ersten Augenblick reichen. Na Oder habt ihr nicht, gut. ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, was ihr für Möglichkeiten habt. Na schön. Er spricht ein paar merkwürdige Worte. Kannst du Bosporano? Tatsächlich kann ich das ja. Dann verstehst du den Zauberspruch. Kannst allerdings mit der Thesis ja nichts anfangen, du bist ja kein Magier. Nö, nö. Weil du merkst, dass es ein Zauberspruch ist, den er da von sich gibt. Irgendwas mit Lebenskraft oder so. Ja, ich lasse ihn da seinen Job machen, ne? Er wird schon wissen, was er tut. Und dann bleibt er relativ schnell stehen und hält so seine linke Hand so nach vorne bei dir so vor die Brust so zum Anhalten. Ich halte. Nicht umgucken, aber ungefähr 20, 30 Schritt hinter uns in den Bäumen sitzt irgendwas. Könnt ihr das irgendwas spezifizieren? Lebewesen. Ziemlich groß, ungefähr unsere Größe. Sonst noch irgendwo? Nicht erkennbar, nein. Die Blätter sind hier ziemlich dicht. Das Gute ist, ich scheine nicht schizophren zu werden. Der Nachteil ist, wir sollten den anderen Bescheid geben, dass sie besonders vorsichtig sein sollen. Seh Shayariel? Läuft wahrscheinlich vorne mit Snorri, oder? Ich bin ganz vorne und sammle Beeren. Dann würde ich, also Lumen hält, nimmt seine linke Hand so an sein Schwert, also nicht so, dass er jetzt quasi mit der einen Hand zieht, sondern einfach nur, dass er seine Hand locker am Schwert hat. Und würde Hubertus bitten, wenn du nach vorne gehst und denen Bescheid sagst, dass sie ein wenig aufpassen. Wenn wir Glück haben, ist der oder diejenige nur neugierig. Und der Tassia meint dann, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Und fängt dann an, so zu zucken und rechts zu links zu gucken. Möglichst normal. Also ja, nicht gucken, also. Guckt dann stoisch nach vorne. Hält ihren Stab ein bisschen fester in der Hand. Das ist okay. Die Aufmerksamkeit wird erhöht. Das ist ja das Ziel der Sache gewesen. Es passiert aber sonst weiter erstmal nichts. Und wenn Shayariel vorne weiter Beeren sammelt, fällt dir irgendwann irgendwie auf, dass es plätschert irgendwo in der Ferne. Und dann wird auch der Boden so ein bisschen weicher und nasser. Und man hört tatsächlich auch irgendwie so, dass die Tiergeräusche sich so ein bisschen verändern. Und man riecht so ein bisschen auch so Feuerluft. So als wie das so wie die Menschenansiedlungen ein bisschen riechen. Also ihr scheint euch irgendwie einer menschlichen Siedlung oder sowas oder einer Goblin-Siedlung vielleicht auch zu nähern. Oder einer Elfensiedlung, kann auch sein, wenn die Feuer haben und Feuer machen.
Ich rede mal mit Snorri. Ich glaube, wir nähern uns einer Ortschaft. Es riecht nach Feuer. Ah, Snorri riecht Mann, nichts. wir sind da. Also ich, ja, ich nehme hier Feuergeruch wahr und das Wasser plätschert. Die Flora und Fauna verändert sich ein bisschen. Die Tiere sind achtsamer. Der Wald wird lichter. Sieht so aus, als würden wir uns irgendwas nähern. Ich weiß bloß nicht was, ob wir an den Ort kommen, den wir uns rausgesucht haben, oder Was wenn sagt denn das meine eine Goblin-Siedlung Richtung? ist. Könnte das Quillquell sein? Könnte sein, ja. Ja, was ist mir denn von dem, was Shariare gerade gesagt hat, aufgefallen? Gar nichts. Okay, gar nichts. Wunderbar. Wenn du das sagst, dann könnten wir, wenn wir tatsächlich in der Nähe von Quillquell sind, dann haben wir es ja fast geschafft. Wie spät ist es denn? Der Tag neigt sich langsam dem Abend zu. Dann wäre es doch gut, wenn wir Seit den ein paar Tage jetzt schon gelaufen. Ort erreichen und hoffentlich unsere Vorräte auffüllen können, weil so lange können wir, glaube ich, nicht von Beeren und Pilzen und Kräutern leben. So viel wie du gerade wahrgenommen hast, willst du mal erkundschaften gehen, um welchen Ort es sich handelt, was das genau ist? Ja, weiß nicht. Ich würde mich ja lieber in Bewegung halten, weil anscheinend Lumin da so merkwürdige Gefühle hat und was wahrgenommen Hallo, hat. es wurde bestätigt, dass da jemand Ja, im. ja. Ich wollte das jetzt nicht zu laut sagen, nicht, dass die Person oder das Wesen uns hört. Ja. Wir könnten ja, also wir könnten ja auch langsam, kann man langsam mehr weitergehen in die Richtung. Ich würde Du auch gehst sagen, aber ein bisschen, du scherst ein bisschen aus ja, und wir sind ja guckst nicht mal. viele. Ich gehe ein bisschen vor, aber ich glaube, ihr solltet weiter in Bewegung bleiben Ja. und nicht stehen bleiben mitten im Wald, weil das Nein, nein. könnte auch Nein, nicht so ohne sein. Und wir haben auch nicht mehr so viel genau. Zeit bis zum Tagesende. Ja. Also laufe ich Also, einfach schneller ein paar Schritte vor. genau, und ich senke zeitgleich das Tempo der Gruppe ein bisschen ab. Aber nicht so, dass es jetzt total mega auffällig ist. Ich hole dann wahrscheinlich auf. Geh zu Snorri. Wo ist Shayariel hin? Shayari sagt, wir sind in der Nähe einer Siedlung. Und sie guckt sich jetzt mal an, was das für eine Siedlung ist. Ob es sich um Quillquell handelt oder um ein Goblin- oder Elfenlager. Okay. Ja, ihr zu sagen, dass sie vorsichtig sein soll, hat sich ja erübrigt, sie ist ja schon weg. Wie kriegt das hin? Ja. Okay. Dann gehen wir mal. Könnte das denn sein, dass es vielleicht schon Quillquell ist? Die hat gesagt, sie hat Feuer gerochen und die Vegetation ändert sich und der Boden wird nasser und die Tiere werden weniger und ich habe nichts gemerkt. Also sie kennt, scheint sich hier deutlich besser auszukennen. Okay. Gut, dann halt deine Ohren und Augen offen. Und dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was da auf uns wartet. Ich bewege mich auch vor, also genau, weiter im Wald, möglichst schnell, aber auch möglichst leise und unauffällig. Ja. Bewegst dich so ein bisschen von der Gruppe weg und schaust mal, dass du irgendwie im unauffällig und schnell Meter gewinnst. Das, was passieren wird, ist irgendwie etwas, was du gar nicht erwartet hast jetzt hier. Nämlich als du dann über so ein paar Sträucher hinwegsetzt und so einen Baum umrundest, hörst du dann irgendwann so ein merkwürdiges Knacken unter dir, setzt den Fuß nach vorne. Und dann bricht der Fuß in den Boden ein. Und schaffst es jetzt im ersten Augenblick nicht, das Gleichgewicht zu halten und stürzt tatsächlich in eine Grube, die jemand fein und säuberlich mit vorher getarnt auf dem Boden getarnt hatte.
kannst dich gerade noch so abfangen, bevor du ganz unten aufschlägst und ja, die spitzen Pfähle, die unten angebracht sind, ein sehr ungutes Ende hätten bedeuten können. Aber anscheinend ist diese Grube nicht für Menschen oder so gemacht, sondern etwas für kleinere Tiere oder sowas. Von daher kannst du dich sehr schnell halt mit den Händen und dann mit den Füßen so abstützen, den Fall bremsen, sodass du nicht unten aufschlägst. Aber der Schock sitzt erstmal tief, weil das hast du nicht gesehen. Es war wirklich sehr gut getarnt, das Ding. Interessant. Schau erst mal, nachdem ich den Schock überwunden habe, ob ich irgendwie aus eigener Kraft wieder rauskomme. Ja, das schaffst du wohl. Mit einiger Anstrengung zwar, weil es ein bisschen glitschig und glibberig ist an den Wänden, aber ja, wie gesagt, es ist für was Kleineres gedacht als ein Menschen. Dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Weil es könnten ja jetzt mehrere davon auf dem Weg liegen. Genau. Wenn du oben wieder rauskletterst, irgendwie siehst du dann und kannst du nach unten gucken, siehst dann auch diese spitzen Pfähle unten. Die Überreste dann der Tarnung sieht man jetzt auch noch mal deutlicher. Jetzt, wo du weißt, dass es da ist, sieht man es auch, aber. Ich überlege und denke mir, okay, schlecht, wenn die anderen reinlaufen. Ich gehe doch wieder zurück und warne sie lieber vor. Und wir bleiben als Gruppe zusammen und gucken sehr genau auf den Weg, damit das nicht nochmal passiert. Dann kommt Shayari relativ schnell wieder zurück der Gruppe. Ja, war leider nicht erfolgreich, weil ich habe Fallen auf dem Weg gefunden und bin reingefallen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir bleiben lieber zusammen und gucken sehr genau hin. Ich weiß ungefähr jetzt, wie sie aussehen. Ich würde vorsichtig vorgehen, aber wir müssen aufpassen, weil die Fallen am Boden spitze Pfähle haben. Und wenn jemand reinstürzt und sich nicht abfangen kann, könnte das durchaus tödlich enden. Ich denke, es ist für Tiere, nicht für uns oder für was Kleineres auf jeden Fall als Menschen, also vielleicht auch Goblins oder so. Aber wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, nicht, dass irgendjemand sich ein Bein bricht. Das wäre ja fürchterlich, meint Professor Silberhaar. Wer macht denn sowas einfach so hier irgendwie allen? Schutzmaßnahmen oder es könnten auch Jagdutensilien sein, aber ich denke, es sind eher Schutzmaßnahmen für diese Siedlung, auf die wir zulaufen. Hm. Sie sind auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Man konnte sie oder ich konnte sie nicht so schnell erkennen. Das muss jemand sehr Kundiges getan haben. Müssen wir wohl noch aufmerksamer durch die Gegend Genau. laufen. Also alles, was irgendwie auffällig aussieht auf dem Boden und wer weiß, ob nicht noch andere Fallen auch in den Bäumen sind, da sollten wir sehr genau aufpassen. Na gut. Vielleicht schaut einer nach oben und einer nach unten, wenn ihr vorne lauft. Snorri, schaust du mal in die Bäume nach oben und ich versuche auf den Boden zu gucken. Gut, dann machen wir es so. Und Unsere Lumin Wege. guckt weiter nach hinten, was da unser Beobachtungswesen tut. Ja, ich habe den ja noch nie gesehen. Also ich habe da Ja, nur die aber schaut, ob Beobachtung. da Aber irgendwas ja, passiert. ich halte die Ohren und Augen offen. Gleich mit Weiterhin. Adepta Tassia zusammen. Ja, gut, ich gucke noch mit nach hinten. Und dann schaut Snorri in die Bäume, während ihr weiterlauft. Ihr läuft noch ein bisschen was, irgendwie so eine halbe Stunde wieder durch den Wald quer. Und dann entdeckt Snorri wirklich irgendwas. Da sitzt irgendwie, also es hängt so ein Ast so quer über euren Weg. So ein dicker, fetter Baumast, wo auch einiges an Schlingpflanzen und Moos dran hängt. Und oben auf diesem Ast, wo dann so auch Lianen so irgendwie zwischen euch so in den Weg herunterbaumeln, da sitzt irgendwie ein Tier oben auf dem Ast. Aber eins, was du da eigentlich nicht erwartet hättest, weil normalerweise sitzen da Vögel oder Eichhörnchen oder sowas. Aber da oben, ja, wenn du deine Hand ausstreckst, kommst du da vielleicht gerade so dran, wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst. So hoch ist das. Da sitzt eine Kröte. Eine dicke, fette Kröte. Ein richtig schleimiges, dickes, warziges Krötending. Ich
Ich bedeutet den anderen stehen zu bleiben. Lumin zieht das Schwert. Was ist los? Da oben, da sitzt eine Kröte. Okay. Jetzt zieht Lumin die Augenbraue hoch. Eine Kröte im Baum, hm? Und guckst jetzt aber Ja. tatsächlich, da ist eine Kröte, die da oben sitzt. Eine 0 auf 15 Kröte? Ja, Also eine nicht besonders ziemlich groß. dicke, große, fette, warzige, schleimige Kröte. So. Shayariel? Sind die Dinger giftig oder irgendwie sowas? Ich überlege. Also, ich könnte jetzt versuchen, mit ihr zu reden. Es könnte aber natürlich auch ein waldelfisches Wesen sein, das sich mit Hilfe eines Zaubers in sein Seentier verwandelt hat. Beides ist möglich von der Warte, ja, aber ich kann mal versuchen, Kontakt aufzunehmen, weil offensichtlich versperrt sie uns ja ein bisschen den Weg. Nee, nicht wirklich, die ist ja über uns, soweit ich verstanden habe. Aber Ja, jetzt nochmal wenn für sie mich. Du sitzt runterfällt. oben auf dem Ast, ja. Für mich rein zur Frage, ist es einfach nur eine stinknormale Kröte, die ein bisschen, also vielleicht gut genährt ist oder sowas? Oder ist sie schon deutlich größer als die Art von Die ist Kröten, die ich schon so kenne? deutlich größer als die, die du gesehen hast, jeweils, ja. Und vor Okay, allen also Dingen quasi. sitzt sie oben im Baum. Ja, also Normalerweise sitzen Kröten nicht im Baum. eine Herrschaftskröte. Okay, dann lasse ich die Elfe erstmal schalten und walten. Ich red mal mit der Kröte, mit den Tiergedanken. Zauber. Und singe das Lied dafür. Stimmst dich so ein. Und was möchtest du die Kröte fragen oder wie möchtest du die Kommunikation starten? Das ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Kröte. Wie bist du denn darauf gekommen? Sonnig hier. Gemütlich. Bist du gern auf Ästen? Manchmal. Woher kommst du denn? Von zu Hause. Ist dein Zuhause ein Tümpel? Nein. Nein, woher kommst du? Was ist dein Zuhause? Ich wohne in einem Haus. In einem Haus? Ja, mit einem Dach und vier Wänden. Wer wohnt da noch? Dana. Dana. Ist das auch eine Kröte oder ein anderes Tier oder ein Mensch oder ein Elf? Ein Mensch. Ein Mensch. Und heute dachtest du genießt die Sonne und kommst hier auf den Ast. Ich bin mit Dana spazieren gewesen. Dann habe ich mich verlaufen. Oh, das tut mir aber leid. Du bist jetzt hier ganz alleine. Ja, jetzt sonne ich mich erstmal und ruhe mich aus. Meinst du, Dana kommt wieder und findet dich? Bestimmt. Ja, das wäre ja auch besser so. Oder möchtest du Gesellschaft? Möchtest du nach Hause gebracht werden oder willst du einfach hier bleiben? Es wäre sehr freundlich, wenn ihr mich nach Hause bringt. Quark. Okay, ich frage mal meine Gruppe, weil wir haben eigentlich andere Aufgaben. Wo ist denn dein Zuhause? Wie können wir das finden? Wenn ich wüsste, wo es ist, würde ich ja selber dahin gehen, nicht wahr, Quark? Ach ja, das stimmt. Mich Seid ja ihr denn weit? verlaufen. Es ist natürlich auch schwierig für uns, das zu finden. Bist du denn weit hierher gehüpft oder war es in der Nähe? Ich bin Oder? auf der Schulter von Dana gewesen und dann nicht mehr. Bist du runtergefallen? Vermutlich, aber normalerweise passiert mir das nicht, Quark. Hm. Hat es dich abgesetzt? Kann sein, ich bin zwischendurch ein bisschen eingenickt, weil es so gemütlich war. Hm. Okay, gut. Ich berede das mal mit den anderen und dann schauen wir, ob wir dich mitnehmen oder ob wir einfach hoffen, dass Dana wiederkommt und dich abholt. Vielleicht hat sie dich ja absichtlich hier gelassen und kommt später wieder. Mach das. Du bist aber ziemlich freundlich. Gern. Dann sonn dich noch gut. Ja, reckt dann so den Kopf so nach oben.
Und die anderen hören tatsächlich Jayariel mit quakender Stimme irgendwie vor sich hin mummeln. Gut, ich wechsle dann in Menschensprache und sage, ja, also das ist eine Kröte von einer Dana, die in einem Haus wohnt, hier im Wald. Und Dana ist mit der Kröte spazieren gegangen und hat sie wahrscheinlich abgesetzt in den Baum. Und jetzt sonnt sich die Kröte da. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder die Kröte nach Hause zu bringen oder zu hoffen, dass Dana sie wieder einsammelt, was auch nicht so gut wäre, dann würde sie auch auf uns treffen. So oder so, das wäre jetzt die Möglichkeit, das, was wir tun könnten. Was denkt ihr dazu? Blumen steht mit etwas offenem Mund dabei und lehnt sich zu, ich glaube, der Adepter lief neben ihm, ne? Ja. Lehnt sich zu Adepter rüber. Hat sie jetzt dasselbe Ding wieder mit dem Igel gemacht? Kann die das mit jedem Tier? Anscheinend. Faszinierend, oder? Hoffentlich bringt sie mir das mal bei. Das ist doch super praktisch. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Informationen aus... Also das sagt er jetzt tatsächlich laut, sodass auch Shariel das vernünftig hört. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Informationen aus Tieren rauskriegt. Kommt Wo immer ist ein denn bisschen. sein Zuhause? Ja, das Also weiß die Kröte leider nicht, weil er sich verlaufen hat oder sie sich verlaufen hat und das ist das Problem. Sonst wäre es einfach, die Kröte also zurückzubringen. normalerweise ist es auch echt schwieriger, mit Tieren zu sprechen, Shariel. Also das ist diese Kröte ist schon ziemlich gesprächig. Ja. Also Das stimmt. Also auffallend gesprächig. Also mit dem Igel war es auf jeden Fall schwieriger. Normalerweise sind Tiere nicht so intelligent und können sich so gut mitteilen. Von der Warte bin ich auch ein bisschen skeptisch. Vielleicht möchte hier die Hexe sich zu, dass wir zu ihr gehen. Eine Hexe? Ja, also die Dana. Die ist eine Hexe? Oder eben Menschenwesen. Also, aber wer wohnt denn sonst im also Wald da wir mit einer eben, Kröte? Ich habe gehört. Wurde wahr, aber. Aber wenn wir eh nicht wissen, wo diese Hexe wohnt hinterher, dann können wir die Kröte sein lassen. Sie wird ja hoffentlich von ihrer. Also gehen wir weiter? Ich denke auch, wir lassen die, wie sagt ihr, Hexe? Ich würde eher sagen, wir lassen die Godi sein und gehen weiter. Mit das sowas schon lässt man sich ein. Ja, also Menschen, die da allein im Wald wohnen, sind bestimmt merkwürdig und so intelligente Tiere haben bei sich, anstatt sie in Teichen wohnen zu lassen, da wo sie hingehören. Die arme Kröte. Vielleicht sollten wir sie einfach in einen Teich bringen. Vielleicht fühlt sie sich da wohler. Quark, ich will gar nicht in einen naja, Teich. Zumindest ist die Kröte. Was soll ich denn da? Naja, die Kröte ist wohl genährt. Das stimmt. Okay, die Kröte möchte auch nicht in den Teich zurück. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Shariel. Angenehm. Die anderen Wo scheinen ja nicht sonderlich nett zu sein. Wollen den armen Borislav hier sitzen lassen. Borislav heißt du? Ja. Naja. Die sind ganz schön gemein, nicht wahr? Ja. Ich glaube, sie trauen dir nicht so ganz, weil es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Kröte hier im Wald sitzt. Was habe ich denn gemacht, dass ihr mir nicht vertraut? Ich bin doch eine vertrauenswürdige Kröte. Versuch mal parallel die Worte der Kröte für die anderen 1:1 zu übersetzen, damit die teilhaben an dieser Konversation. Wir sollten vielleicht weitergehen. Ich habe ja schon viele Winter überlebt, aber das gehört zu den sehr absurden Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Eine Kröte, die mich unhöflich nennt, weil sie mit der reden kann. Der Große ist auch ziemlich absurd. Quark. Das übersetze ich jetzt nicht. Stimm mir nur zu. Ja, du hast schon recht. Was hat das Vieh gesagt? Nichts. Dass du sehr, sehr, sehr groß und bist. Toll bist für einen Torwaller. Sag groß, dann fühlt er sich geschmeichelt, Quark. Sag ich. Mach ich. Ja, hat nur aber bestätigt, dass du sehr groß bist. Sehr eindrucksvoll.
So einen großen Torwaller hat die Kröte noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Torwaller gesehen. Was sind denn Torwaller? Ich mir jetzt schon gedacht, aber macht ja nichts. Ist aber ein lustiges Wort. Torwaller. 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 Und tatsächlich können Lulin und Snorri auch sowas hören, so ein Quark, so Torwaller. Was? Du allen Göttern. Also ich wollen wir die Kröte nicht wir mitnehmen und dieses gehen, Haus suchen. Vielleicht der, weiß die ja was dunkel. über der Siedlung oder so. Also vielleicht, ich frage nochmal Borislav, weißt du denn was über eine Siedlung hier im Wald? Na klar. Wo geht's denn hier hin? Na, das weiß ich ja nicht. Ich hab mich ja verlaufen. Ja, okay, was ist das hier für eine Siedlung, die hier im Wald liegt? Weiß nicht genau, wie die genannt wird, ich glaube. Die war mal größer, nicht wahr? Als Borislav noch ganz klein war, war die ganz groß. Und jetzt dann ist sie... kam der Drache. Oh, okay. Das übersetze ich jetzt nicht. Um nicht alle zu. Hat sie alle aufgefressen. Das war ziemlich traurig. Wann kam der Drache? Meistens. So ein bisschen her schon. Ja. War Borislav noch klein. Gut, das ist ja schon mal gut zu wissen. Das heißt, die Siedlung ist verlassen, auf die wir zusteuern. Nein, Dana wohnt da ja. Ah, okay. Das ist Und ja auch unser Weg. Kohlfried. Wer? Kohlfried. Wer ist denn Kohlfried? Ich versuche ernst zu bleiben. Der Wer ist denn Kohlfried Kohlfried? Ist der Große mit dem Vollbart. Okay, und gibt's da, so kann man da vielleicht handeln? Handelt Dana mit anderen Menschen und Elfen? Wir bräuchten nämlich Vorräte. Manchmal kann sie Leuten was machen, ja. Okay. Sucht aber, ja. Oder ist sie eher gemein zu anderen? Nein. Borislav würde nicht bei einer gemeinen Dana wohnen wollen. Okay, gut. Hilft immer allen, ja. Das klingt doch eigentlich nett. Also ich würde dich ja mitnehmen. Ich frage nochmal die anderen, dann rede ich nochmal mit den anderen und sage, ja, also die der Borislav, also die Kröte, die kommt aus der Siedlung und da wohnen Dana und noch ein anderer und die handelt vielleicht mit uns. Also wir könnten sie eh mitnehmen, weil es liegt ja auf dem Weg. Außer Dana ist dann traurig, weil wir die Kröte einfach mitgenommen haben. Ich bin unentschlossen. Ich hoffe, in der Siedlung wohnen mehr als nur zwei Leute. Ja, also die Siedlung wurde zerstört. Vor Von langer wem? Zeit. Goblins greifen keine Siedlungen an. Ich überlege. Also ein vielleicht... Drache. Ja, also es... Genau, also vor allem Drachen, aber es ist schon ganz lange her. Ganz lange. Bitte was? Ja. Naja, da war... Borislav halt noch klein. Also es ist schon ein ganzes Krötenleben her, dass die Siedlung von einem Drachen zerstört wurde. So alt bin ich nun auch nicht. Also, wie alt kann denn so eine Kröte werden? Genau. No. Wie alt bist du denn, Borislav? In Kröten oder in Menschenjahren? In Menschenjahren. In Elfenjahren wäre das die richtige Antwort. Im Menschenjahren? Vielleicht so 40 Sommer? Und wie viel ist das in Krötenjahren? Viel mehr Quark. Okay, dann ist das ja wirklich lange her, dass der Drache da war. Ja, ich bin ja auch eine weise alte Kröte. Aber du wolltest doch gerade gar nicht alt bezeichnet werden. Ja, ohne Weise nicht, nein. Ah, okay. Eine weise Kröte. Und halt. Weise. Gut. Anna kann mich immer um Rat fragen. Verstehst du das, was dieser komische Mensch da redet? Man kann ihn fast gar nicht verstehen.
anscheinend redet er weiter, obwohl jetzt hat er aufgehört zu reden, sehr gut. Vielleicht hat er Husten. Auch ein paar Kräuter vielleicht. Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir einfach zu Dana gehen und vielleicht hat die ja auch irgendwas für uns. Weil wir haben echt wenig Essen und ich glaube, wir bräuchten echt dringend mal was. Kein Essen, keine Fliegen für Borislav. Na, Fliegen gibt's bestimmt, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir sind ja 7 Menschen, also Leute und Elfen. Esst ihr auch Fliegen? Ich guck mal die anderen an. Ich glaube nicht. Also wüsste ich nicht. Vielleicht der Magister, aber ich glaube auch nicht. Höchstens ich, aus Versehen. Was ist aus denn Versehen ein vielleicht. Magister? Weiß ich nicht, das musst du ihn selbst fragen. Ich kenne mich mit diesem Menschen- und Magie-Ding nicht aus. Ich habe das auch erst letztens gehört, dass es sowas gibt. Ich ihn frage. Hey, Magister, was ist das? Er guckt ja nicht mehr zu mir hin. Anscheinend nicht. Schade. Dem Zauber sollte ich ihm vielleicht mal. Ach nee, ich bringe ihn nicht bei. Ich behalte das lieber für mich. Dana versteht mich auch immer, wenn ich mit ihr rede. Sehr gut. Aber anders als du. Gekriegt. Dana muss nicht singen dabei, aber ich finde Singen eigentlich auch ganz schön. Dann singe ich dir was vor auf dem Weg. Die andere Elfisch singt auch immer schöne Lieder. Welche andere Elfisch? Ja, die bei Dana in der Hütte ist. Ach, bei Dana wohnt auch noch eine Elfe? Nein, die wohnt da nicht. Die ist zu Besuch. Bei Dana ist eine Elfe zu Besuch. Ja, die haben wir gefunden. Okay, wo habt ihr sie denn gefunden? Ich würde mal sagen, wir gehen Na, schon mal langsam Wald, wieder los. Wo denn sonst? Darf ich bei dir auf der Schulter sitzen? Ja, du darfst. Oh, stopp. Ich möchte bei dem Großen auf dem Kopf sitzen. Es ist viel Snorri, mehr Platz als auf deiner Schulter. Snorri, würdest du Borislav auf deinen Kopf transportieren? Quack. Das ist ganz lieb. Und zutraulich und sehr weise. Sehr weise. Vielleicht. Ich würde mir was überlegen. Aber ich kann gar nicht mit ihm reden, aber vielleicht kann er mal gucken, wie hoch. Ja, wenn das du ist. Nicht richtig zuhörst, Quark. Okay. So hier, so sieht das. Das ist ziemlich glitschig und schwer und eklig fühlt es sich an. Ein Krötenhut. Vielleicht ist es doch besser, wenn du bei Shayariel sitzt. Und hast so wenig Platz. Dann nimm die Schulter, da ist ein bisschen mehr Platz. Lumen guckt sehr skeptisch. So, und mach mir mal den Glimmer aus den Haaren. Nachher muss ich noch selbst hüpfen, wa? Also sitzt jetzt Borislav auf Snorris Schulter? Nee, auf deine. Ich habe doch auf meine. Da musst du aber aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, ich pass auf. Ich versuche, den Borislav so festzuhalten ein bisschen beim Laufen und an der anderen Hand den Bogen zu halten. Ja. Snorri sieht jetzt aus, als hätte er Gel in den Haaren. Ja, ungefähr so, ja. Hin und wieder schnellt die Zunge der Kröte heraus und fängt einen Moskito aus der Luft. Zumindest hat er jetzt einen Punkt auf der Pro-Seite. Auch bei Lu. Das ist ja schon mal etwas. Ja. Wir sollten dringend irgendwie Lumen Bonbons für Lumen besorgen. Gut, dann bewegen wir uns mal weiter Richtung dieser Siedlung, zu der Dana und der Elfe, die da zu Besuch ist, und zu dem bärtigen Mensch, Elf, was auch immer da noch ist. Als die Sonne
gerade so in den letzten Zügen ist, erreicht ihr dann tatsächlich den Waldrand und seht ein paar Häuser vor euch auftauchen, die allerdings ziemlich heruntergekommen aussehen. Also die Häuser sind, also die Dächer sind morsch und fast halb eingestürzt. Türen und Fenster aus den Ranken und kleine Gewächse rauswachsen, fast so wie bei dem Turm, den ihr gesehen habt. Einen Palisadenzaun, der ziemlich brüchig ist, und einige Gebäude, die von so einer dicken Dornenhecke ummantelt sind. Und da fällt Numin sofort dieses weidnerische Märchen ein von der Prinzessin in dem Schloss, das von Dornen umrankt ist. Und ja, die Wege sind, also es gibt hier angelegte Wege anscheinend auch, nur die sind teilweise auch total überwuchert und jahrelang, wenn nicht sogar noch länger, nicht gepflegt worden. Verdammt, ich habe gehofft, hier gibt es eine Siedlung, wo man Vorräte auffrischen kann. Also die Siedlung sieht schon ziemlich groß aus, aber es ist halt alles total heruntergekommen und kaputt. Vielleicht kann man ja mit der Dana verhandeln. Vielleicht hat die etwas für uns. Sehen wir denn irgendwelche Leute, die hier rumlaufen? Nee. Aber wenn ihr ein bisschen weiter vorgeht, seht ihr einige einzelne Häuser, die ein bisschen besser aussehen. So kleine Häuschen, die entweder der Witterung getrotzt haben oder die tatsächlich jemand instand gehalten hat. Einige wenige. Vielleicht so ja, 8 oder 9 Häuser, die so von der ganzen Masse an Häusern, die hier ist, irgendwie noch so halbwegs intakt aussehen. Ich würde Borislav mal bitten, uns das Haus von Dana zu zeigen. Jetzt müsste er sich ja auskennen. Ja, das ist das dann. Da hinten am Brunnen, ja. Genau, also wir müssen zum Brunnen, wenn wir zu dieser Dana da, wo wollen. Wo dieses kleine Vorzelt aufgebaut ist. So, ah, okay. Also wir müssen da zu dem Vorzelt am Brunnen mit dem Haus und... Vielleicht kann Dana uns weiterhelfen. Was denkt ihr? Die Hexe Dana, ja. Ja, geht ruhig vor, wenn ihr meint. Gut, und du bleibst zurück? Ich sichere wie immer die Umgebung und bleib am Ende der Truppe. Ja, vielleicht ist das ja auch einfach nur so eine Kräuterfrau, die so Kräuter für uns hat und Essen und vielleicht was gegen deinen Husten, damit es bald besser wird. So sieht das mit diesem komischen Frosch aus. Bestimmt. Deswegen. Ihr macht das schon. Ich pass auf. Ich halte mich in gebührendem Abstand zu Shayariel. Ich denke, sie soll das mit der Kräuter auf der Schulter mal machen. So. Super. Ich hab mal sozusagen meine Wurfaxt zumindest in Griffreichweite, falls irgendwas passiert, aber bin so 4-5 Meter weiter hinten. Ich fühle mich gerade ganz entspannt, bis auf diese komischen Häuser, wo ich mich nicht so wohl fühle. Auch mit so Kröten durch die Gegend laufen, ist eigentlich ganz nett. Endlich mal jemand, der auf meiner Wellenlänge ist. Okay, Lumen sieht auch etwas unentspannt aus, aber das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zu betonen. Gut, dann nähere ich mich mal dem Haus mit der Kröte und die anderen bleiben ein bisschen zurück. Du bist stumm. Man hört dich nicht. Das Haus hat auch einen kleinen Kamin, aus dem auch so leicht ein bisschen Rauch herauskommt. Ein ganz leichtes, was sich sofort irgendwie dann in der Luft ein bisschen verwirbelt, sodass man es wahrscheinlich von weitem nicht sehen kann dann mehr. Und es riecht relativ angenehm nach allerlei Kräutern und schon hier draußen kann man einen kleinen Kräutergarten erkennen, der angelegt ist, der allerdings ziemlich ausgerupft aussieht. Also da hat jemand schon fast alles geerntet, was da irgendwie angebaut war.
Ja, in dem Eingang, der die Tür steht tatsächlich offen und es hinter der offenen Tür hat man so einen Vorhang aus so Korkbällchen geflochten und heruntergehängt. So Korkbälle und ein paar Knochenreste, so die ein bisschen klimpern im Wind. Und kannst du gerne dadurch hineingehen, wenn du magst. Oder du klopfst zuerst, je nachdem, was du magst. Ich klopfe mal, bevor ich hineingehe. Ich meine, das macht man unter Menschen so. Du hörst aus dem Inneren ein leichtes Wimmern. Das klingt komisch. Dann frage ich Borislav, ist das Dana oder die Elfe? Da wimmert jemand. Ja. Klingt nach einer Elfe, würde ich sagen. Gut, dann gehe ich mal leise vor mich hin singend und summend hinein, zu zeigen, dass ich nichts Böses will. Na, du siehst irgendwie einen großen Kessel in der Mitte des Raumes. Die Wände sind ausgestattet mit allerlei Regalen und Schränken. Es gibt zwei große Nischen, die mit Fellen ausgelegt sind. In einer dieser Nischen liegt tatsächlich eine Elfe und windet sich irgendwie von dir ab, also liegt mit dem Rücken zu dir und zittert auffallend und wimmert vor sich hin. Jetzt kannst du es auch lauter hören. Von der Decke hängen allerlei getrocknete Kräuter herab. Der Kamin, den du eben Rauch irgendwie leicht gesehen hast, der ist halt über diesem Kessel, unter dem halt auch ein kleines Feuerchen angemacht ist, wo in dem Kessel halt auch so eine kleine, klare, ja, so bräunlich klare Flüssigkeit brodelt, wo so kleine Stückchen drin herumschwimmen, was auch, das kannst du gerade nicht richtig identifizieren. Ein großer Löffel ist irgendwie an die Seite gelehnt. Ein paar Schemel stehen da, ein großer Tisch, auf dem allerlei Apparaturen aufgebaut sind, irgendwie so Glaskolben und Krüge und alles mögliche andere Zeugs und ganz viele Kräuter und Blumen gebunden zu so einem Kranz. Und ansonsten ist die Behausung allerdings leer. Dann näher ich mich mal der Elfe und spreche sie an. Dann gehst näher und klopfst sie so an, oder was machst du? Ich sag, hallo, ich bin Shariel und die Kröte hat mich hierher geführt und es scheint dir nicht gut zu gehen. Was hast du? Soll ich dir helfen? Der Körper ruckt herum und du siehst dann in einen so ein schweißnasses Gesicht, Augen sind geschlossen und sie zuckt halt immer noch hin und her, als hätte sie irgendwie einen Albtraum oder so etwas. Und unnormal viel Schweiß auf der Stirn. Und krampft ein bisschen immer mit den Händen und mit den hin und her. Sehr unruhig. Fiebrig, könnte man sagen. Ich frage Borislav, ist die Elfe schon länger so? Habt ihr sie so gefunden? Ja. Ich habe gedacht, Elfen sind immer so, aber anscheinend ja nicht, weil du bist nicht so. Ja. Und habt ihr versucht, ihr zu helfen? Elfen werden eigentlich nicht krank. So schnell. Ja, Dana hat versucht zu helfen, ja, aber hat nicht mehr alle Heilkräuter, die es braucht. Deswegen waren wir ja auch im Wald. Suchen, nicht wahr? Ist die Elfe auch sehr hungrig? Und blass? Hat nichts gegessen, seit sie hier ist. Nein. Okay. Das klingt ja schon mal gut. Dann ist es vielleicht Suppe nicht von diesen. Vielleicht. Dann ist es vielleicht nicht eine von diesen menschenkrankheitsbefallenen Elfen. Aber es ist Was trotzdem ist denn ungewöhnlich. Menschenkrankheit? Ja, bei uns im
in der Sippe, da waren so Menschen und dann hatten die ganz viel Hunger und wollten die ganze Zeit essen und dann sind sie ganz blass geworden und ganz fiebrig und haben ganz viel geschwitzt und dann am nächsten Tag wollten sie Blut trinken. Und dann ist eine Elfe auch so geworden. Komisch. Ja, das war sehr merkwürdig, aber Elfen werden halt nicht so oft krank. Deswegen finde ich es merkwürdig, dass diese Elfe so krank ist. Aber vielleicht ist Ja, es. da musst du Dana fragen, die ist da die Expertin. Ich gucke mal, ob ich irgendwas zum Kühlen finde, was ich der Elfe auf den Kopf legen kann. Ja, da liegt tatsächlich auch schon so ein feuchter Lappen, der inzwischen so ein bisschen, also nicht mehr ganz feucht ist, der irgendwie neben dem Bett liegt, hat wahrscheinlich irgendwie in ihren Zuckungen oder in ihrem Fieberkrämpfen irgendwie aus dem Bett geschmissen. Dann mache ich den nass und versuche damit den Schweiß so ein bisschen wegzuwischen und ja. Wacht aber auch nicht auf davon, sondern irgendwie. Hört man die Elfe Ja, das oder? hörst, wimmern hörst du ganz schön ganz laut nach draußen, ja. Okay. Würde Lumen auf jeden Fall mal gucken, was da los ist. Da guckst du rein, siehst das dasselbe, dass der Shayariel irgendwie voll vor dieser Elfe da kniet und Was das. hat sie? Hat die Hexe was damit zu tun? Nein, die Elfe wurde von der Hexe im Wald gefunden und war wohl schon so krank. Und die Hexe versucht jetzt, vielleicht ist es ja keine Hexe, die kräuterkundige Frau versucht jetzt weitere Kräuter zu finden und die Elfe zu heilen. Aber ich kann nicht sagen, was sie hat. Es ist eher ungewöhnlich, dass Elfen krank werden. Hilberto, Adeptia, wollt ihr vielleicht mal gucken, ob ihr der Elfe helfen könnt? Adeptatassia also rollt so ein bisschen die Ärmel nach oben. Ach, ich schaue mir das mal an. Ich schaue mir währenddessen die Umgebung an. Die Kröte hat ja anscheinend von irgendwie zwei Leuten erzählt. Von daher würde ich mal gucken und würde mir Snorri schnappen, der mit mir kommt und. Nicht, dass er schon wieder an der nächsten Häuserwand anfängt einzuschlafen. Man kennt das ja mit seinen Power-Naps. Ja, dann gehen wir mal los. Guck ein bisschen. Man hört dich nicht. Läuft Snorri mit Lumin durch das Dorf, durch die Stadt, die ziemlich entvölkert aussieht. Und dann kommt euch irgendwann ein hochgeschossener Mann mit dichtem Vollbart entgegen und schaut euch so mürrisch an. Hey, ihr da! Ihr kommt aber nicht von hier. Wo kommt, was seid, wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Die Zwölfe zum Gruße, der Herr. Ja, Firun zum Gruße. Wir sind Wanderer und hatten eigentlich gehofft, hier Vorräte auffrischen zu können. Und Lumin guckt sich währenddessen noch mal so ein bisschen so nach rechts und links. Es sieht hier aber nicht danach aus, als könntet ihr hier groß weiterhelfen. Wo sind die ganzen Menschen? Tot? Was ist passiert? Der Drache hat sie gefressen. Wie lange ist Schon das eine Weile her? her, war ich noch jung. Und seitdem lebt ihr hier alleine mit? Aber was soll ich denn woanders? Ich kenne nur hier. Also gibt es nur euch und die, überlegt kurz, Kräuterfrau. Die restlichen Bewohner halt. Ich sehe aber niemanden außer euch. Es verläuft sich hier ja auch alles ein bisschen. Wir sind noch ungefähr 2 Dutzend. Wir waren mal eine ziemlich große Stadt, wie ihr sehen könnt. Kläglichen Überreste jetzt hier. Ein Drama. Habt ihr niemandem Bescheid gesagt? Weil davon, wo wir losgezogen sind, wart ihr eigentlich ein Anlaufpunkt, ein gewollter. Naja, wir haben Bescheid gesagt, dass der Drache hier haust und er wurde ja auch besiegt und getötet. Sonst hätten wir ja nicht wieder hier wohnen können, nicht wahr? Okay. Gut,
Dann müssen wir vielleicht anderweitig schauen. Wo ist die Kräuterfrau? Sie hat eine Patientin anscheinend bei sich in Na, die dem Elfe. Haus. Bringt nur Unheil, kann ich dir sagen. Erst Meine die Elfe Freundin. und jetzt ihr. Irgendwas ist doch hier im Gange. Kennt ihr die Elfe oder was? Nein, die Elfe kenne ich nicht. Nur die Elfe, die mit unserer Gruppe zusammengelaufen ist. Noch eine Elfe. Das ist korrekt. Der Naja, tolle Wabe. wir sind ja auch schnell wieder weg, wenn ihr uns ein Ja. bisschen was zu essen gebt. Ein Travia, ich will jetzt nicht gastfreundlich sein. Also könnt ruhig ein paar Nächte hier bleiben, aber das Wir sind wirklich. Gastrecht halten wir schon noch hoch, nicht wahr? Allerdings weiß nicht, Elfen, weil bringen immer nur Unheil. Ja, wir werden sehen, was bei rauskommt. Vielleicht will unsere Elfe ja auch eure Elfe mitnehmen, dann seid ihr beide Elfen wieder los. Aber das wäre hervorragend. Dazu muss sie nur wahrscheinlich gesünder werden. Aber ich denke, wir haben kompetente Leute dabei, die können vermutlich helfen. Na, Dana hat schon versucht, sie zu heilen, aber irgendwie ihr fehlen ein paar Kräuter, hat sie gesagt. Yoga und Gulmond. Oh, den Tee kenne ich von Gullmond. Naja, soll das Fieber senken. Okay. Wisst ihr, was sie hat? Hatte sie irgendwelche Verletzungen? Ja, sie hatte ganz schön viele kleine Stichwunden, Prellungen, Schnitte. Wahrscheinlich gekämpft. Wahrscheinlich mit den Goblins. Erklärt das das Fieber? Dana sagte irgendetwas von, dass es Gilbe ist oder so. Kenne mich da nicht so aus. Ich auch nicht. Nun gut, dann meine Truppe ist gerade bei Danas Haus, weil das das Erste ist, was wir gefunden haben und unsere Elfe eine Kröte gefunden hat, die wohl Dana Danas gehört. Kröte, ja. Unheimliches Vieh. Auf jeden Fall, ja, da stimme ich voll und ganz mit euch überein. Manchmal sitzt es bei mir auf dem Fensterbrett und schaut mir beim Schlafen zu. Okay. Spannendes Tier. Ja, spannend ist noch positiv ausgedrückt. Wir werden so schnell wie möglich weiterreisen, da habt ihr mein Versprechen. Allerdings ist wahrscheinlich erstmal der Fokus drauf, dass wir gucken, ob wir dieser Elfe weiterhelfen können. Vielleicht kann sie etwas uns sagen über unser Ziel, wo wir hinwollen. Wisst ihr etwas über Waldelfen, die hier irgendwie im Wald leben sollen? Hier wohnen wahrscheinlich Elfen im Wald, ja, aber sie machen großen Bogen um unser Dorf. Was auch gut so ist. Die sollen ruhig im Wald bleiben und wir bleiben hier. Ja, wir haben tatsächlich bisher keinen begegnet. Aber vielleicht hat uns einer beobachtet. Aha. Wir schauen auf jeden Fall erstmal. Wir versuchen keine großartigen Umstände zu machen. Aber danke, dass wir erstmal hier für ein, zwei Nächte schlafen dürfen. Das ist nett. Wie gesagt, Travias Gebote achten wir schon noch. Wo wären wir, wenn das keine Auswirkung mehr hätte? Sind ja keine Hinterwäldler, nicht wahr? Vernünftig. Vielen Dank. Irgendwas, was wir noch wissen sollten von der Umgebung? Also wenn ihr hier einfach so durch den Wald strömt, solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht in eine meiner Fallen stolpert. Dann habt ihr die Falle gestellt, in die unsere Elfe getappt ist. Aha. Vermutlich. Das heißt, sie hat eine meiner Fallen kaputt gemacht. Sie war voll des Welche? Lobes. Von wo kommt ihr? Also werde ihm zumindest die Richtung zeigen, aus der wir gekommen sind. Von dort. Er murrt und stößt sich so halb beiseite und stapft in die Richtung davon.
Entschuldigt bitte und guckt etwas verstimmt ihm hinterher. Keine Zeit, ich muss die Falle wieder ausbessern. Viel Erfolg dabei. Für was sind diese Fallen überhaupt? Einfach für Jagen von Tieren oder? Glaubt ihr, wir ernähren uns hier von Luft und Liebe oder was? Hätte ja sein können, dass ihr das Dorf in irgendeiner Art und Weise gegen irgendwas verteidigen müsst. Ja, vor Drachen. Und der nuschelt nur, dafür hätte die Sokobe aber nicht ausgereicht. Stapft davon. Spaßige Gesellen, oder Snorri? Ein ungehobelter Geist. Gut, dass du gehobelter bist. Ich wollte gerade sagen, er wirkt wie einer von diesen, von den Eupatsteinen, als er sagte, wir sind ja keine Hinterwäldler hier, da musste ich etwas grinsen. Ja, wollen wir nur die Laune unserer Gastgeber nicht unnötig verstimmen. Nein, das nicht, aber erinnerte mich an Sigurd. Mit Sigurd war ich unterwegs, er war von den Eupatsteinen und ähnlich fröhlich gelaunt. Ein guter Freund? Verstehe, denke ich. Gut, lass uns zu den anderen gehen. Vielleicht wurden sie von anderen Dorfbewohnern schon gefunden. Ja. Die vielleicht etwas misstrauischer sind. Ja, wir sollten zurückgehen. Ja, vielleicht kommt hinterher die Hexe und sie brauchen Hilfe. Biegt ihr nochmal um eine Ecke und seht dann eine etwas ältere Frau, die mit einem großen Korb unter dem Arm irgendwie in eure Richtung läuft, also beziehungsweise so auf euren Weg einbiegt und dann euch sieht und dann so ein bisschen stutzt und dann so in eure Richtung läuft. Die Zwölfe zum Gruße und hab keine Angst, wir sind nur Reisende. Es ist ja schön, so viele neue Gesichter in letzter Zeit. Stellt dann den Korb so auf den Boden und reibt sich so irgendwie an ihrer Schürze die Hände irgendwie sauber und reicht dir so die Hand. Mein Name ist Dana. Mit wem habe ich es denn zu tun? Schön, dass ihr hier seid. So ein freudiges Lächeln von Lumen aus. Die Hand streckt sich in die Richtung in dem Moment. Mein Name ist Dana. Und dann plötzlich fallen so seine, aber er zögert kurz, gibt dann aber trotzdem die Hand. Eine freut einen mich. Durchaus festen Händedruck. Okay. Lumin guckt auf jeden Fall etwas irritiert und wir haben eure Hütte gefunden und eure Kröte zurückgebracht. Oh, deswegen habe ich ihn nicht wieder gefunden. Der arme Borislav. Ich dachte schon, er wäre mir von aus dem Korb gesprungen. Im Korb gesprungen, weiß ich nicht. Und unsere Elfe hat sich mit ihm ausführlich unterhalten und guckt sich vielsagend an. Oh, sucht ihr vielleicht nach der anderen Elfe? Nein, aber wir haben sie gefunden und meine Leute versuchen ihnen zu helfen. Wir haben Magier dabei, vielleicht können sie was ausrichten. Elfen und Magier und Verzeihung, seid ihr ein Ritter oder so? Schaut so auf dein Schwert. Durchaus, ja. Lumen, mein Name. Und ich bin Snorri. Dann herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben den Vollbärtigen. Ich weiß nicht, wie viele Vollbärtige es bei euch gibt. Wahrscheinlich Wulfried. Ah, ja, lasst euch nicht von ihm irritieren. Er ist der Jäger hier im Dorf. Und er ist ziemlich, ein mürrischer junger Mann. Den Eindruck hatte ich auch von ihm gewonnen, aber er scheint sehr fähig zu sein in dem, was er tut. Ja, er sorgt dafür, dass wir was zu essen haben und außerdem passt er darauf auf, dass die Hütten nicht verkommen. Und er ist ziemlich begabt im Restaurieren. Alles, was mit Holz und so zu tun hat. Reparieren, Scharniere von den Türen und sowas. Das kann ich ja alles nicht, wisst ihr. Ihr lebt mit ihm zusammen? Nein. Götter bewahre. Okay, ich gut. Ich wollte mich rausgeschmissen, den alten mürrischen Kerl.
Ich wollte nicht zu indiskret sein, entschuldigt bitte. Vielleicht gehen wir aber zu eurer Patientin und schauen, ob man vielleicht helfen kann. Ja, gerne. Sie leidet unter einer Art Schlachtfeldfieber aufgrund ihrer Verletzungen, die sie hatte. Ich habe mein Bestes getan, aber mir fehlen ein paar Kräuter, um die Krankheit weiter zu behandeln. Habt ihr diese nicht finden können? Nicht in der näheren Umgebung, und dann habe ich leider Borislav verloren und musste ein bisschen umdisponieren. Ja, also. Ja, aber wie gesagt, er ist in Sicherheit und bei euch zu Hause. Das ist doch schon mal eine gute und anständige Nachricht. Schön, dass ihr ihn mitgebracht habt. Dank hinterher unsere Hilfe. Ich hoffe, er hat sich benommen. Das weiß ich nicht, aber unsere Elfe hat auf jeden Fall ein anregendes Gespräch mit ihr gehabt. Oh, das glaube ich. Zumindest kurz auf meinem Kopf gesessen, so. Nimmt sich nochmal so eine Handvoll von dem Schleim aus den Haaren. Ja, das klingt nach ihm. Gut, kann ich euch den Korb tragen? Oh, gerne. Dann würde Lumen den Korb aufheben und ja, ihr folgen, beziehungsweise vorangehen. Er kennt ja wahrscheinlich den Weg. Ich denke nicht, dass wir so weit gegangen sind, oder? Willst du einen Blick in den Korb reinwerfen? Ja, vielleicht. Ja, siehst ein bisschen Wurzelgemüse, was da drin ist. Ein paar Kräuter, die dir allerdings nichts sagen. Okay, also Grünzeug. Grünzeug, ja. Grünzeug, hervorragend. Vielleicht auch ein bisschen Braunzeug dabei. Okay, dann, also er würde, wie gesagt, nur mal so kurz reinlinsen und schauen, ob irgendwelche magischen Fluchartefakte oder sowas dabei sind. Nicht, dass er sie erkennen würde, aber man hat ja so einiges über Hexen gehört, nicht wahr? Ja. Dana geht dann irgendwie durch in ihre Hütte und sieht dann da auch irgendwie auch schon Jariel und die anderen Magier und so. So viele seid ihr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Besuch hatte. Es muss noch vor dem Drachenüberfall gewesen sein. Ziemlich aufregend, ein Drache. Und Lumen stellt den Korb an eine freie Stelle. Ja, das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ich stelle mich dann auch mal vor, sage, dass ich Shayari bin und stelle dann noch Adepta vor. Wir versuchen gerade, die Patientin irgendwie zu behandeln. Ja, meint Adepta Tassia, ich bin allerdings auch nicht so, also das ist eine, also die oberflächlichen Wunden habe ich jetzt alle geheilt, glaube ich, aber diese Krankheit, also da bin ich jetzt auch nicht wirklich so die Expertin drin. Da helfen nur die Kräuter wahrscheinlich. Ja, ihr habt nicht zufällig in eurer Reisetasche Gulmund oder Yoga. Nee, so weit haben wir natürlich nicht gedacht. Guckt also so ein bisschen erwartungsvoll Adepta Tassia an. Also, Professor Silberhaar meint dann, ein bisschen Gulmund-Tee könnte ich anbieten, aber der ist auch. Und dann meint sie dann also, nein, ich müsste schon einen kompletten Gulmund haben, um daraus mit einen Sud zu machen. Da wird mir der Tee nicht sonderlich weiterhelfen. Schade. Also ein paar Heilkräuter haben wir, aber ich befürchte nicht, dass das jetzt gesucht wird. Hm. Ja, ich habe wahrscheinlich ein paar Einbeeren oder so etwas, ja. Ja. Ja, das habe ich hier sowieso noch ganz, ganz viel, ja, aber Gulmund und Yoga ist hier ziemlich selten geworden. Die Goblins grasen hier ziemlich viel ab. Sind gerade viele Leute, also stehen die meisten gerade irgendwie und unterhalten sich mit dieser Dana oder sind einige noch irgendwie um die Elfe rum? Also Adepta Tassia steht noch bei der Elfe. Ich stehe auch bei der Elfe. Okay. Da wird da wahrscheinlich kein Platz mehr sein. Habt ihr Male in der Halsgegend oder sowas gesehen? Also der Jäger, den wir getroffen hatten, hatte gesagt, sie hat mehrere kleine Einstiche gehabt. Ja, Stichwunden. Mhm. Ja, so vermutlich sowas von, also Dolche oder Speere. Ich,
tippen müsste. Irgendwas Ungewöhnliches an den Runden? Naja, es ist eine Elfe. Die Elfen sind meistens ziemlich ungewöhnlich. Sonst nein, außer dass die Wunden das Fieber mit sich gebracht haben, höchstwahrscheinlich, ist nichts Außergewöhnliches. Wenn wir sie nicht bald geheilt bekommen mit den Kräutern, dann fürchte ich, wird das Fieber sich verschlimmern. Und ich kenne mich jetzt so gut nicht, also schaut jetzt so Richtung Shayaril mit elfischen Abwehrkräften aus, aber es sieht nicht gut aus, würde ich behaupten. Wenn das wirklich die Schlachtfeldkrankheit ist, dann ist das schon sehr gefährlich und manchmal auch tödlich für uns. Eine der wenigen Krankheiten, die wir bekommen können. Aber ich wüsste jetzt nicht, was wir tun können ohne die Kräuter. Das ist auch das Einzige, was noch helfen würde. Vielleicht geht ihr mal zusammen und schaut, ob ihr zusammen entsprechende Kräuter findet. Das können wir tun. Und dann müsste einer aber auch hier bleiben und versuchen, wenigstens das Fieber mit den Bicken ein bisschen zu senken. Also Wickel kann ich auflegen, das ist jetzt nicht das Problem. Ich schaue mal Dana an, ob sie bereit wäre, nochmal mit mir rauszugehen. Also, ich habe jetzt hier gerade ein paar Sachen gesammelt, die ich irgendwie auch noch irgendwie verarbeiten muss. Wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann muss ich morgen nochmal, also ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr die Kräuter für mich holen könntet. Aber ich weiß ja gar nicht, wo sie sind. Seid ihr nicht erfahren, irgendwie darin Kräuter zu suchen, zu finden? Wahrscheinlich nicht so sehr wie ihr, aber ich kann es gern versuchen. Ich kann euch natürlich Borislav mitgeben, der weiß, wo ich die immer, so, also vor allen Dingen auch, wo ich die Elfe gefunden habe, da in der Nähe müsste noch was sein. Ja, okay. Ich werde ihn aber wieder mitbringen, denke ich. Vielleicht, weiß ich nicht, seid ihr halbwegs sicher oder werdet ihr von Goblins überfallen oder irgendwie sowas? Oder lässt man euch ja in Ruhe normalerweise? Also die Goblins lassen uns eigentlich in Ruhe. Die trauen sich nicht hierhin. Dann würde ich vorschlagen, dass Snorri und ich mit dir mitkommen, Shayariel. Und also zumindest wir ein wenig auf dich aufpassen, wenn du nach entsprechenden Pflanzen suchst. Wenn er uns sagt, wie die genau aussehen, können wir vielleicht auch mal ein Auge mit draufhalten. Gut, dann bleibt Adepta Tassia hier, kümmert sich um die Elfe mit. Die Magiergilde, ja. Ja, und ihr beide. Dariccio. Und ihr beide kommen. Vielleicht kann ja auch Ariccio schon mal durchs Dorf gehen und gucken, ob wir Handel treiben können und vielleicht ein Nahrungsmittel kommen. Ich werde mal ein paar Nahrungsmittel besorgen, das kriege ich hin. Ja. Dann gehen wir drei los in den Wald und besorgen die Kräuter. Wir werden schon was finden. Das wäre wirklich hervorragend. Wir sollten uns aber beeilen, die Sonne geht bald unter. Und wir sollten auf die Fallen achten. Oh ja, der Herr der Fallen wird sehr ungehalten, wenn eine unnötigerweise kaputt geht. Wenn ihr nach draußen tretet, aus der Hütte raus, kommt euch auch der bärtige Kohlfried wieder entgegen. Ah, da ist ja die Untäterin. Fallenzerstörerin. Ah. Natürlich auch wieder ein Spitzohr. Ich muss sagen, die Fallen waren so gut. Ich habe sie wirklich glatt übersehen. So perfekte Fallen habe ich selten schon gesehen. Ah, natürlich. Und ja auch meine. Dann könnt ihr ja eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Aber wie wär's, wenn ihr uns begleitet? Wir suchen nämlich noch nach bestimmten Pflanzen im Wald und darauf aufpasst, dass wir nicht weitere von euren Fallen kaputt machen. Wofür braucht ihr die Kräuter zum Helfen? Für diese Hilfe oder was? Korrekt. Am liebsten hätte ich, dass die umkommt. In dem Augenblick kriegt Lumin von Snorri den Ellbogen in die Seite. Lass uns schon gehen jetzt. Wir kriegen das schon hin. Okay. Diese komische Elfe zieht nur die Rotpelze an. Irgendwas wollten die Rotpelze von ihr, sonst hätten sie sich ja nicht angegriffen. Und da allein, dass sie hier ist, in unserem Dorf, macht das Ganze hier ein bisschen gefährlicher. Was ist, wenn sie irgendwas an sich hat, was die Goblins brauchen? Nachher greifen sie das Dorf an. Nein, 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 nein. Die soll ganz schön zu Boron gehen und dann haben die Rotpelze nichts mehr zu melden hier. Umso wichtiger, dass wir schnell die Pflanzen finden, um sie möglichst schnell aus dem Dorf rauszubringen. Ja,
aber ganz schnell, wenn. Dann würde eure Hilfe wohl besser sein für uns. Nicht, dass wir euch noch mehr Fallen kaputt machen. Ich versuche, Lumin unauffällig Zeichen zu geben. Bin das wirklich sicher? Lumin ignoriert das so ein Elfen. Bisschen. Nicht, dass er mich umbringt auf dem Weg. Da muss er erstmal an mir und Snorri vorbei. Also Lumin würde doch sagen, also Lumin hat auch keinen Bock, in seine super getarnten Fallen reinzufallen. Also von daher wäre es ihm eigentlich ganz lieb, dass er mitkommt. Von daher erwartet er quasi noch die Antwort. Na gut, ich kann euch zeigen, wo wir sie gefunden haben. Das wäre schon mal gut. Da sollen auch die Kräuter sein. Na dann folgt mir. Schnell, gerne. Bevor es dunkel wird. Natürlich, geht vor, wir folgen. Borislav kommt ja auch noch mit. Wow. Borislav brauchen wir jetzt nicht mehr. Doch, der ist auch auf der Schulter, den sollten wir doch mitnehmen. Ich kann ihn jetzt auch hier lassen, wir haben ja jetzt... Nein, schaut, der kommt mit. Borislav schaut jetzt ein bisschen mit so halb zugekniffenen Augen, Krötenaugen Richtung Lumi. Also, wenn du hier Menschen mitnimmst, darf ich auch Kröten mitnehmen. Es ist nicht wirklich vergleichbar, aber sag der Kröte, die soll mich dich so angucken und geht dem Typen hinterher. Kröte schaut dich die ganze Zeit an. Lumin, ich finde, die haben beide was Krötiges. Wobei die Kröte wie menschlicher ist. Zumindest von dem, was Shariari erzählt. Was für ein ungehobelter Gesell. Absolut, Snorri. Aber ich habe gehört, die Schenkel von den Kröten sollen ganz lecker sein. Quark. Das flüstert er zu Snorri. Wer soll denn sowas essen? Wir sind doch nicht im Horanreich. Aber wir hätten eine Kröte weniger dann. Ich laufe schneller. Ich höre sie ja durch trotzdem, auch wenn sie flüstert. Ich gehe mal vorweg zu dem und stieß zu diesem Grummel Peter auf. Ja, ich laufe ja auch im Hinterher. Und Snorri dadurch ja auch. Ihr kommt irgendwann auf eine Lichtung, wo tatsächlich ein Wagen auf der Seite liegt. Ein umgestürzter Wagen. Und tote Ponys auf dem davor gespannt sind. Also sie liegen halt tot vor dem Wagen. Einige Fliegen und Insekten haben sich schon angefangen, über die Ponys herzumachen. Starke Stichwunden lassen darauf schließen, dass die Ponys halt getötet wurden durch irgendwie Speere oder irgendwie Säbel oder sowas. Der Boden ist halt hier blutgetränkt von dem Blut von den Ponys und man sieht auch eine kleine Blutspur, die von dem Wagen wegführt. Wahrscheinlich hat sich hier die Elfe irgendwie nach ihren Verletzungen irgendwie weggerobbt oder sowas. Was sehr, sehr eindrücklich ist, ist, dass dieser Wagen keine Räder besitzt. Sondern? Nichts. Wie nichts? Die Unterseite von dem Wagen ist einfach nur so ein, als wären es ganz viele verschiedene Wurzeln. Und die Oberseite vom Wagen sieht schon fast aus wie so eine Art Baum. Vielleicht haben sie die Reifen, die Räder geklaut. Also es gibt auch keine Anhängung oder keine Vorrichtung, wo man hätte Räder montieren können oder sowas. Allerdings ist es eindeutig eine Art Wagen. Also man sieht halt also wie ihr eigentlich auch einen Wagen bauen würdet, nur dass halt unten unter dem Wagen halt so Wurzelgeflecht ist und das sich nach oben durch den Wagen durchzieht und da, wo man halt so eine Plane über den Wagen spannen würde, da sind halt so Äste gespannt und die halt wie eine Art Baum aussehen. Okay, also Lumin würde erstmal so drumherum gucken, ob er vielleicht, also er ist jetzt kein Fährtenleser, aber er will zumindest mal gucken, ob man hier vielleicht im Waldboden noch irgendwie Fußabdrücke sieht und wenn ja, ob die eher menschengroß oder kleiner sind. Ja, du findest tatsächlich viele Fußspuren von eindeutigen Goblins. Du findest auch irgendwie Pelzspuren an Büschen und so, wo rote Pelzbüschel noch hängen.
Findest auch noch Pfeile, die hier irgendwie verschossen wurden. Definitiv Goblins. Wir sollten vorsichtig sein. Viele Goblins, ja. Lass uns im Snorri, schau mal durch den Wagen und guck mal vielleicht, ob du was findest. Vielleicht haben sie irgendwas übersehen, was für uns oder die Dorfbewohner nützlich sein könnte. Ich gucke mir höchst fasziniert diesen Wagen an. So. Ich behalte die Umgebung ein bisschen im Auge. Ja, schau mal rein. Ja, da sind einige Kisten drin, also die auch irgendwie umgekippt sind und offen. Einige so Baustoffe drin und ein paar Kräuter, die dir nichts Großartiges sagen, weil ich glaube, Snorri kennt sich nicht so gut aus mit Kräutern und so. Ja, ein paar Schnitzereien, ein paar Schnitzereifiguren. Oh, die gucke ich mir genau an. Ich würde mir die Kräuter mal anschauen. Vielleicht müssen wir dann gar nicht weitersuchen, weil wir das schon finden, was wir brauchen. Das wäre jetzt mein zweites Ding, aber dann habe ich die Schnitzfiguren gesehen. Das finde ich höchst faszinierend. Ja, das ist ein Hoch, also du kennst dich ja ein bisschen mit Holz und so aus. Da ist ein also wirklich vorzügliches Schnitzhandwerk. Das sind halt kleine Ponys, die da irgendwie geschnitzt worden sind. Und andere Tiere, irgendwie ein Hase und eine Art Vogel, der ziemlich lange Beine hat. Und einen ziemlich langen Hals. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es ist halt, hat halt Federn, aber so ein Tier hat Snorri noch nie gesehen. Und ja. Die steche ich mal ein. Sieht schick aus. Ja, und Shayariel findet tatsächlich hier mehrere verschiedene Pflanzenarten, unter anderem Gulmund, Yoga und auch Trashbart, was auch eine Heilpflanze ist. Dann würde ich mal alle Heilpflanzen mitnehmen und einpacken. Dann haben wir die schon mal, müssen nicht länger suchen. Ich würde dann auch noch mal gucken, ob ich sonst noch was im Wagen finde, was den Angriff provoziert haben könnte. Na, du siehst halt nichts weiter, also außer diesen Schnitzfiguren und findest noch einen elfischen Dolch. Wahrscheinlich hat sich die Elfe damit verteidigt oder so, zumindest klebt da ein bisschen Blut dran. Und ja, ganz viel Stoffe, also Baustoffe, also so wie du das bei deiner Sippe halt auch hast. Also die Stoffe, aus denen ihr elfische Kleidung herstellt, die sind halt bei Menschen sehr, sehr, sehr beliebt, weil die ja sehr, sehr hochwertig sind. Wie das jetzt bei Goblins ist, keine Ahnung. Ich würde den Dolch mal mit einpacken und die Stoffe lasse ich vielleicht erstmal da. Wenn die Elfe gesund werden sollte, kann sie sich vielleicht auch selber holen. Dann gehe ich raus zu den Pferden und gucke die mir mal an und gucke irgendwie, dass ich den Abschied sie begleite, dass sie da sterben können oder gestorben sind und verabschiede sie. Kohlfried meint dann so, hier haben sie alle angegriffen. Wie auch immer die hier ohne Räder langgefahren ist. Also guckt mal, hier gibt es ja auch keine Radspuren. Vielleicht Magie? Keine Schleifspuren. Aber da hinten sind sowas wie Fußabdrücke. So ähnlich. Ist der Wagen gelaufen? Wagen laufen nicht. Entweder zieht man sie über den Boden oder man rollt sie an einem Rad. Elfe. Wer weiß, was Elfen noch so können, nicht wahr? Also von daher, haben wir alles, was wir brauchen? Ich schaue mir nochmal den Boden und die Spuren an, ob ich irgendwie verstehe, wie dieser Wagen funktioniert, aber mit so Kunsthandwerk und Technik, das ist so gar nicht meins. Ich finde es eher komisch, dass andere Elfen das so praktizieren. Aber haben wir alles oder brauchen wir noch was? Weil sich wundern ist schön, die Sonne geht trotzdem bald unter. Ja, ihr habt alles.
Okay, Dann auf nach dann Hause. genau, lass uns schnell wieder zurück. Na gut. Deiner Freundin oder Ich Verwandten vergesse immer, oder. dass Menschen nichts im Dunkeln sehen können. Ich hätte jetzt schon noch Ja, die Sonne spannend ist gefunden, wie wirklich dieser Wagen mittlerweile aussieht. untergegangen und Lumin muss irgendwie eine Fackel anmachen, damit er ein bisschen was sehen kann noch. Und Shayali, wenn du wissen willst, wie der Wagen funktioniert, sorg dafür, dass sie schnell wieder gesund wird und dann kannst du sie fragen. Das stimmt. Snorri hört dann irgendwann Geräusche aus dem Dickicht. Und halt Shayari und Lumin kurze Zeit später auch. Wir müssen hier weg. Ich ziehe mein Schwert einfach schon mal. Ich ziehe beide Dolche, also meinen und den anderen, den ich mitgenommen habe. Ich gucke so zu unserem Jäger. Normale Waldgeräusche? Nein. Dann lasst uns beeilen. Dann lauft ihr schneller und wenn Snorri und Shireel und Lumin sich umblicken, während sie laufen, sieht man tatsächlich hin und wieder so ein paar Augenpaare so zwischen den Bäumen auftauchen. Da man verfolgt euch anscheinend. Goblins vermutlich. Ich nehme die Wurfaxt zur Hand. Im Zweifelsfall, wenn sie zu nahe kommen, nicht so umdrehen kann und Axt schmeißen kann. Aber ich halte mich erstmal zurück. Ich will Während sie dem nur nachfragen. Laufen sagt Kulfer, ich wusste es, verdammt. Bei den Niederhöllen, wir führen sie direkt ins Dorf. Die Goblins wissen garantiert, wo das Dorf ist. Ja, und wegen dieser Elfe greifen sie uns wahrscheinlich an und rotten uns ja eigentlich aus noch. Wir sind nur noch knapp 2 Dutzend Leute. Wir können einem Angriff von Goblins nicht entgegensetzen. Wir sollten stoppen und sie fragen, was sie wollen. Vier sollen die Goblins stoppen. Das kriegen wir niemals hin. Das eben. Habt ihr nicht, Deswegen sollen wir sie fragen, was sie wollen. Und dann geben wir ihnen, was sie wollen, und dann lassen sie uns hoffentlich in Ruhe. Das glaube ich nicht. Wir könnten sie auch über eine eurer Fallen führen. Dann fallen sie vielleicht einfach hinein. Das sind zu viele. Dann fällt vielleicht ein oder zwei Goblins in die Fallen und der Rest. Halt drauf. Es sind sehr viele. Selbst Die ich habe Geräusche gesehen, richtig dass deute. aufgrund der Spuren, dass es viele waren. Aber er hat nicht ganz Unrecht. Goblins? Shareil, Hm. du kannst nachts gucken, du brauchst keine Fackel. Lauf Ja. ins Dorf und überbring die Heilkräuter. Snorri, hast du schon mal mit Goblins verhandelt? Handeln? Wieso sollte man mit Goblins verhandeln? Nein. Weil sie in der Überzahl sind. Okay, gut, dann ich würde mal gucken, sehe ich immer noch hin und wieder Augenpaare, also das wäre Ja. offenkundig. Okay, Lumen holt Wenn ihr tief Luft. stehen bleibt, dann fangen die auch an, euch zu umzingeln. Ich würde mal schnell einen Zauber wirken, nämlich hilfreiche Schwinge und eine Eule herbeirufen, die die Heilkräuter einfach mal ins Dorf bringt, damit ich bleiben kann. Dann kommt irgendwann eine Eule angeflogen. Dauert halt noch ein bisschen, aber ja. Ja, und der gebe ich schon mal die Heilkräuter, dass sie sie dann zu Dana bringt, damit das schnell geht. Okay. Wow. Okay, sorry, dann. Okay. Verhandlungen, das kannst du besser. Unsere Elfe und Waldtiere, nicht wahr? Das sagt Blumen schon gar nichts mehr zu, dass plötzlich irgendeine Eule kommt und die Sachen mitnimmt. Die gute Boten-Eule. Lumen bleibt stehen. Hat das Schwert in der Kann einen jemand von Hand euch goblinisch? und die Fackel in der anderen? Nein. Es war eure Idee, mit den Goblins zu reden. Hoffentlich verstehen sie uns. Das hoffe ich auch. So, Goblins, schreit er in den Wald. Was wollt ihr? Und ich finde, das ist eigentlich, obwohl wir noch nicht ganz halb sind, ist es eigentlich eine schöne Szene, um einen Cut zu setzen. Und mit einem Sieh's, Cliffhanger zu enden, während Lumin das Schwert irgendwie bereit hat und den Goblins entgegenruft, die sich im Dickicht versteckt haben. Goblins, kommt raus, was wollt ihr?
während die ganzen Augenpaare im Gebüsch und an den Bäumen anfangen, euch zu umrunden. Aber wie das ausgeht, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und dann hoffentlich auch wieder mit vernünftigem Internet. Genau. Ich denke, wenn wir jetzt noch irgendwie sowas Ähnliches wie einen Kampf oder eine Verhandlung anfangen, dann müssen wir lange noch überziehen. Von daher machen wir jetzt am besten noch einen Cut. Das passt so ganz gut. Auch ich habe noch Zeit. Nee, ist okay. Ja. Ja, danke schön fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten, wie immer. Ja, danke. War super. Gevatter meint, wer zum Teufel ist Cliff und warum wollen ihn alle immer hängen sehen, ja. Ein kaum schönes gefrühstückt. Wortspiel. Washington Tapman, juhu, guten Abend. Ja, wünsche ich dir auch einen Abend. Kommst du ja erst am Ende jetzt rein? Hallo? Kann er ja auf deinem YouTube-Channel nachgucken, wenn er möchte. Genau, am Dienstag ist immer der Upload-Tag für das Video. Genau, die Vögel noch, vielen Dank für den Follow, der zwischendurch reinkam. Fokus Tag sagt, wenn ich in Zukunft eine Kröte auf der Arbeit sehe, singe ich sie auch mal an. Mal sehen, was ich bist. Ja, wenn du elfische Lieder kannst, versuch's mal. Jetzt mir die Frage, was arbeitet er, wenn er da regelmäßig Kröten sieht? Das war genau. Ja. Das lässt er uns vielleicht irgendwann mal wissen. Ja. Vielen Dank an die Runde, dann gibt's eben nächstes Mal auf die Mütze. Ja, man sollte Goblins in Massen nicht unterschätzen. Absolut nicht. Aber auch, hey. Auch wenn wir mit Lumin, Snorri und Schnajariel drei wehrhafte Gestalten in unseren Reihen haben. Das stimmt. Danke zurück an die, die zugeschaut haben. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch bitte irgendwie so ein bisschen Kommentar oder so. Das wäre ganz nett. Reicht die auch immer gerne weiter an die SpielerInnen. Und so Herzchen und keine Ahnung, alles, was wir so machen könnt, gerne. Ihr kennt das Prozedere und so, ne? Follow, Herzchen, drunter kommentieren. Glocke. Dass man noch alles anklicken muss. Gebe ich euch Tipps, wo man so Kopfhörer bekommt und so, ohne Werbung zu machen. Genau, ja. Klasse Runde, die Dinge entwickeln sich. Ja, denke ich, genau. Hoffe ich doch ein bisschen, ja. Mhm. Wir hoffen auch, dass wir dann nächstes Mal wieder... nächstes Mal bin ich nicht da, das hatte ich schon gesagt. Aber das dann... Was? Ja, stimmt, das geht gar nicht, wenn wir kämpfen müssen. Oh, genau, da musst du leider da sein, das tut mir vollkommen. Ohne deine Pfeile könnte es knapp werden. Wenn man sich auf die Verhandlungskünste von Lumin verlassen will, dann wird es spannend. Quali wird mich würdig vertreten. Ja, also wenn dann Alricio hoffentlich auch wieder da ist, haben wir dann auch da nochmal jemand. Dann sehen wir uns in 4 Wochen. Der hat uns dann hinterhergeschlichen und kommt dann... Im Februar, im Februar ist irgendwie ganz weit weg. Ich hoffe das nicht, dass du bis Februar jetzt weg bist. Ich habe gesagt, in 4 Wochen, nicht im Februar. Ach so, ich habe Februar. Ich habe auch Februar verstanden. Nein. Das sei ferne. Vernünftig, gut. 4 Wochen können wir tanken. Ja. 4 Wochen können wir tanken, jawohl. Ja, wie gesagt, danke nochmal fürs Mitspielen. Euch da draußen vielen Dank fürs Mitspiel, angucken von dem, was wir hier machen. Einige haben ja geschrieben, dass wir hier alles geskriptet hätten und irgendwie nur alles nur vorlesen und so. Ich sag nochmal nein, genau im Gegenteil. Das ist alles improvisiert hier, auch wenn es so wirkt. Dadurch, dass wir halt, ich ab heute, glaube ich, habe ich gewürfelt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ich würfel schon noch, ne? ihr kriegt es nur nicht mit. Und das ist eigentlich ja genau das, was das System möchte, dass man das nicht mitbekommt. Das direkt wieder interessant macht für mich. Und es gibt auch so klassische und Charakterblätter und so. Also genau, wo auch draufsteht, was wir können und haben. Das ist jetzt nicht so ganz jedes Mal andere Fähigkeiten. Nicht ganz frei, genau. Ja. Genau, aber wie gesagt, wenn euch das System interessiert, wie es Ausrufezeichen System, da kriegst du nochmal rollenhörspiel.de, Cinema heißt das System. Wir spielen eine leicht abgewandelte Form, die auf DSA zugeschnitten ist davon. Ich habe mit dem
Marot, der das System erfunden hat, letzte Woche nochmal kommuniziert. Der möchte auch diese DSA-Tweak, den ich irgendwie tatsächlich gemacht habe, auch bald mal veröffentlichen, weil bald auch eine neue DSA-Runde bei ihm erscheint. Allerdings musste er dafür auch erst sein Rollenhörspiel-Cinema-System, also das, was ihr da findet unter dem Download, das ist noch die alte Version. Muss er seine neue Version erstmal veröffentlichen, weil meine Version sich auf die neueste Version von ihm bezieht, die ich von ihm persönlich bekommen habe. Also ganz schwierig, ganz kompliziert. Ne? Und wenn das dann alles mal so veröffentlicht ist, dann könnt ihr das auch alles da auf dieser Seite wahrscheinlich einmal gucken, auch den DSA-Tweak, den wir erfunden haben. Den werden wir dann da auch veröffentlichen. Haters gonna hate. Ach, einfach weiter so und habt Spaß dabei. Ach, das war überhaupt kein Hate. Das war einfach nur eine Feststellung, dass es so wirkt, als wäre es alles geskriptet. Irgendwie, ich glaube, es war sogar dabei geschrieben, dass das als Kompliment gedacht ist. Weil, ja. Also es war kein Hate. Und auf diesen Zetteln, auf diesen Charakterblättern steht halt auch schwarz auf weiß, dass wenn Charariel uns, also mich und Snorri im Wald alleine lässt, wir ziemlich, ziemlich lost sind, weil wir beides keine Naturburschen sind, richtig? Das ist richtig, ja. Ja, da steht auch, dass ich Orientierung habe, aber offensichtlich klappt das dann nicht immer so. Nur weil deine, die Frau Eulenschwinge Orientierung hat, heißt es ja nicht, dass die Spielerin auch eine Orientierung hat. Das stimmt. Das könnte manchmal das Problem sein. Und Snorri, du bist gemutet. Ich sehe, wir haben einfach beide einen Punkt in Naturdingen. Und immerhin weiß ich, wo ich ungefähr laufen muss, wo ich ungefähr hinlaufen müsste, wenn ich das Dorf habe. Weil Richtungssinn ist ein Vorteil, den ich habe. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal ein Vorteil, den ich, also wenn man mich in den Wald setzt, zweimal im Kreis dreht, dann komme ich wahrscheinlich nie wieder raus. Gut. Also, hoffen wir, dass der Pölle beim nächsten Mal wieder mit dabei ist und weniger Probleme mit seinem Nachwuchs hat. Es ist immer, wenn man gerade frisch Vater geworden ist, dann ist da immer sehr, sehr viel durcheinander. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten und der Slife auch. Von daher sehen wir es ihm nach. Irgendwie den Nachwuchs geht natürlich vor Rollenspielen. Ne? Und wir vermissen den Pölle aber ganz doll. Also könnt ihr ruhig auch in die Kommentare schreiben. Bitte, Pölle, komm zurück, Pölle! Freut er sich bestimmt auch. Ja, und ich schicke euch jetzt gleich weiter. Ich habe mir mal gedacht, ich schicke euch mal nicht irgendwie zu einem klassischen Rollenspiel-Ding zurück, sondern irgendwie in diese neue Form von Rollenspiel. Die Leute, die Rollenspiel betreiben, ohne etwas zu wissen davon, dass es Pen and Paper gibt, also einige davon zumindest nicht. Die neue Art, Rollenspiel zu spielen, ist ja GTA online zu spielen. Ne? So ein Computerspiel zu spielen und dabei Rollenspiel zu betreiben. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ich folge einigen Kanälen da und ich schicke euch da jetzt mal zu jemandem, der eine Polizistin spielt. Guckt mal, ob er das auch als Rollenspiel bezeichnet. Also ich finde es immer faszinierend. Macht's gut. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.